Es ist der 23. November 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und ich begrüße alle, die hier zuhören, zur vorletzten Sendung in diesem Jahr. Und wenn ich ihr sage, dann ist eine ziemlich große Truppe an Sendegärtnerinnen und Sendegärtnern hier an meiner Seite versammelt. Ich fange mal erstmal an mit jemandem, der so selten wie sonst wie da ist, nämlich der Marc. Hallo Marc, guten Abend. Guten Abend miteinander. Schön hier zu sein. Ja, du sprichst zu uns über eine Behelfsleitung und wir versuchen, dass die ganze Sache stabil bleibt. Mhm. Wo steckst du gerade? Bad Honnef, in der Nähe von Bonn. In einem sehr großen Hotelzimmer, das sehr einsam und verlassen ist und sehr hallig. Ich hoffe, der Ton ist okay. Und sehr hallig. Ja, wir werden gucken, wie das Ganze funktioniert. Na klar. Dann begrüße ich ganz herzlich die liebe Ulrike. Hallo, guten Abend, Ulrike. Hallo, ihr alle. Und von wo sprichst du mit uns? Aus der Wohnung von meinem Freund. So genau wollten wir das jetzt eigentlich. Aus der Ferne? Berlin? Was wolltest du hören? Ja, Berlin. Berlin, okay. Klar, Berlin. Na klar, Berlin. Okay, dann begrüße ich den lieben Lars. Hallo, guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Du sprichst wieder aus dem flachen Ländle vermutlich zu uns? Ja, ich bin zu Hause, ganz normal. An der holländischen Grenze irgendwo? Jo. Genau. Und eben solches flaches Land, aber nicht so ganz nah an der Grenze, ist der Ort, von dem aus der Sebastian mit uns spricht. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So. Und dann haben wir einen Gast auf der Gartenbank. Das ist der Fabio, Fabio Gelli. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere schon. Vielleicht kennt er aber eher sein Projekt, was er betreut, nämlich Radio Rando. Wir hatten schon mal darüber berichtet, dass Radio Rando merkwürdig, also wir hatten Radio Rando in Verdacht, dass es dafür zuständig sei, Geräusche in andere Podcast-Episoden hineingebaut zu haben. Das hatte sich ja, glaube ich, sogar als richtig erwiesen. Jedenfalls haben wir den Fabio hier bei uns auf der Gartenbank und sagen ganz herzlich willkommen. Guten Abend, Fabio. Hallo, guten Abend. Aus welcher Stadt sprichst du zu uns? Aus Rando natürlich. Oh, aus Rando, na, ist okay. Dann, hoffentlich hast du es da gemütlich, behaglich. Es ist nicht so. Ja, das Wetter mystisch. Das Wetter ist großartig hier. Es gibt konstant 25 Grad und Sonne. Ist konstant? Wunderbar. Ja. Also über das ganze Jahr hinweg? Genau. Okay. Kann es sein, dass es eine... Rando ist einfach ein Paradies. Oh, okay. Klingt gut. Dann werden wir vielleicht noch mehr darüber erfahren im Laufe des Abends. Und schauen wir mal, wie dieses Paradies aussieht. So, und ich bin hier gerade parallel dazu dabei, das zu tun, wo ich gerade schon gesagt habe, ich habe irgendwas vergessen und jetzt weiß ich auch, was ich vergessen hatte. Ich wollte nämlich eine Zahl abfragen und jetzt gerade ist es mir gelungen. Ich begrüße nicht nur alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier live zuhören, diejenigen, die auch im Chat sich tummeln und die in der Konserve zuhören, sondern natürlich auch diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die letzte Episode, die 37, 1143 Mal runtergeladen worden ist. Leute, da seid verrückt. Das ist echt irre. So, jetzt können wir gucken, was sonst noch passiert ist und wir kommen zur neuen Ernte. Die neue Ernte ist die Stelle, wo eben Hörerinnen und Hörer zu Worte kommen können, wenn sie uns einen Kommentar geschrieben haben oder eingesprochen haben. In diesem Fall gibt es einen geschriebenen Kommentar und den hat uns die Cornelia zur letzten Episode eingeschrieben. Und die Ulrike ist so nett und gibt den mal zu hören. Jo, die Cornelia schreibt, super interessante Folge. Zunächst wunderbar, wie ihr die Erinnerung an meinen Bruder Detlef Breitenbach alias BlackMac42 teilt. Die Intention eures Gastes, für sehbehinderte Websteuerung zu ermöglichen, hätte meinem Bruder auch sehr gefallen, da er ja seit Jahren immer weniger sah und froh war über sein Equipment aus dem Obsthandel, welches Zoom- und Vorlesefunktion bietet. Alle Themen eures Gastes habe ich mit Interesse verfolgt und werde nach und nach die entsprechenden Links besuchen. Danke für die tolle Sendung.
Das geht ja runter wie Öl. Ganz herzlichen Dank, Conny. Cornelia. Ich sag Conny. Ich glaube, du hast dich an anderen Stellen auch schon mal Conny genannt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, schön. Na klar, dieses Thema, was der Stefan mitgebracht hatte, also Blindenassistenzsysteme, also in dem Sinne jetzt hier Lesesysteme oder Hörsysteme oder Systeme so zu machen, dass sie barrierearm sind, das ist natürlich auch ein wichtiges und gutes Thema. Einen zweiten Kommentar hatten wir quasi angekündigt bekommen im Zusammenhang mit der letzten Sendung von Michel. Aber irgendwie weiß ich jetzt nicht den letzten Stand. Der Lars wollte da was zu sagen. Ja, also Michel ist gerade auch im Chat. Ich habe ihn auch zwischendurch noch mal eben schnell gefragt. Er meint, zu der damals vorherigen Folge wird es noch einen Kommentar gegeben haben. Online sehe ich den noch nicht. Vielleicht können wir da einfach zur nächsten Sendung noch mal eben nachgucken und das vielleicht noch nachtragen, falls es noch irgendwie passt. Okay, ich habe vorhin, also weil ich das im Ohr noch hatte, alles mal geguckt, ob ich irgendwas nicht freigegeben hatte. Und eigentlich ist alles freigegeben. Das wundert mich. Aber gut, okay, vielleicht bist du ja doch im Spam-Ordner gelandet, unverschuldeterweise. Dann holen wir das natürlich gerne nach. Das ist das, was bei uns hier eingegangen ist. Jedenfalls bei mir. Hat noch sonst irgendjemand eine Rückmeldung bekommen? Außer, dass der Stefan geschrieben hat, dass er sich ganz wohl gefühlt hat. Und ich habe heute in der, heute haben die Podcast-Patinnen, es gibt ja einen eigenen Podcast, Patinnen-Podcast, da gibt es heute die zweite Episode. Und da spricht der Stefan mit Nele und Daniela und haben sie auch nochmal ganz kurz hier vom Sendegarten erzählt. Und er hatte eben gesagt, dass es für ihn eine ganz neue Situation war, einerseits live zu senden und andererseits eben dann parallel noch auf den Chat zu achten. Also dieses Sprechen, Hören und Lesen gleichzeitig, das war etwas anstrengend. Und ich kann das total nachvollziehen. Es ist einfach sau anstrengend. Hut ab vor allen Leuten, die das so locker hinkriegen wie Holger Klein beispielsweise. Sonst nichts angekommen bei euch? Bei mir nicht. Nö, gut. Dann gehen wir schon weiter, denn es wartet ja die Gartenbank und da wartet schon unser Gast darauf, dass er uns erzählen kann, was er so treibt. Also auf die Gartenbank. Und ich hatte angefangen zu erzählen, dass der Fabio mit dem Projekt Radio Rando unterwegs ist. Das ist ja, also wir kennen ja Oral History, also eine Geschichte sprachlich zu erzählen, kennen wir ja aus verschiedenen anderen Zusammenhängen. Wenn wir nur an die Anachronistin denken, also an die Nora, die ja die Geschichte ihres Großvaters erzählt. Das ist aber eine reale Geschichte und der Fabio, glaube ich, der erzählt eher fiktive Geschichten, also eine fiktive Geschichte über Rando. Ich habe selber nicht so viel jetzt von Rando gehört, weiß aber, dass die Ulrike sogar im Team ist, die da irgendwie um Rando herum gearbeitet hat oder Sprecherin ist. Und ich bitte jetzt einfach mal die Ulrike, uns den Fabio mal vorzustellen. Im Team bin ich jetzt nicht fest mit drin. Ich hatte mal eine Sprechrolle, wie auch einige andere aus der Podcast-Community mittlerweile in der dritten Staffel, nur so viel vorweg. Also ich hatte jetzt auch hauptsächlich Kontakt zu Fabio über das Projekt Radio Rando, aber ich hatte vorhin schon kurz im Scherz gesagt, eigentlich ist er für mich auch immer noch ungefähr ebenso mysteriös wie die Stadt Rando, die er in seinem Podcast-Projekt beschreibt. Deswegen bin ich jetzt selber ganz neugierig, ein bisschen was aus Fabio auch rauszukriegen. Ich weiß nicht so viel und freue mich, was zu hören. Lieber Fabio, der erste Teil beschäftigt sich ja dann doch eher immer mit dem Menschen. Das Thema der Podcaster kommt immer erst ein bisschen später dran. Was treibst du eigentlich was machst du mit deinem Tag, wenn du nicht an Radio Rando arbeitest? Ich bin Journalist. Ich arbeite bei einem Projekt namens Mediendienst Integration und mit anderen Journalistinnen zusammen arbeiten wir eben an den Themen Migration, Integration und recherchieren zu diesen Themen und stellen Expertisen zusammen und so weiter. Und war das schon, ist Journalist, hast du das studiert oder wie bist du da hingekommen? Nee, ich bin ein Quereinsteiger. Mein Leben war ein bisschen ein Zickzack zwischen verschiedenen Sachen und zwischen verschiedenen Kontinenten. Und irgendwann hat sich ergeben, dass es das Einzige, was ich wirklich machen konnte, war, mich für Sachen zu begeistern und interessieren. Und ich glaube, das ist die Hauptqualität eines Journalisten.
Auf welchen Kontinenten hast du dich denn rumgetrieben? Naja, ich komme ursprünglich aus Italien. Es ist erstmal Europa, insofern also nichts Neues. Aber deshalb ist auch mein Deutsch nicht fehlerfrei. Ich bin kein Muttersprachler. Und natürlich kriege ich das hin, wieder mal auch zu hören. Wie kommt es, dass so banale Fehler in meinen Sprechertexten drin sind? Sehr einfach. Ich kenne eure Sprache nicht so gut. Dann war ich für eine Weile in Deutschland als Austauschstudent. Und dann war ich 5 Jahre lang in Japan und dann wieder zurück nach Italien und ja, letzten Endes nach Berlin. Was hast du denn studiert in Deutschland damals? Also in Italien und in Deutschland habe ich griechische Philologie und Anthropologie studiert. Das ist etwas, was immer, also sehr, sehr berufsorientiert ist. Und das war schon von vornherein klar, dass ich damit wirklich groß Karriere machen werde. Und deshalb, musste ich auch irgendwie weiterziehen, um etwas noch Abgefahreneres in Japan zu studieren. Und das wäre? Das wäre... Was ist denn noch abgefahren als das davor? Ich kann es nicht mal mehr wiederholen. Philologie? Oh. Ja, das klingt schon ziemlich heiß. Das war klassisches japanisches Theater. Und zwar nicht nur, ich habe es nicht nur studiert, ich habe es auch praktiziert. Der ein oder andere wird davon gehört haben, es gibt verschiedene Theaterformen natürlich in Japan und eine, die klassische Form ist No. Und ich habe No-Theater studiert. Und praktiziert eben. Das ist aber nicht das mit diesen weißen Masken? Ganz genau. Das ist das mit den weißen Masken. Alles wirklich in unglaublich langsamem Tempo. Und da sagen sogar selber die Schauspieler, dass das Wort kommt von der Tatsache, dass die Leute nach ungefähr 3 Stunden einfach sehr langsamen Gesang und sehr langsame Bewegung einfach nur No sagen. Und dann wundert es mich nicht, dass du vorhin nicht gezuckt hast, als wir gesagt haben, die Sendung kann schon mal 3 Stunden dauern. Dann bist du ja von Grund auf jetzt wahrscheinlich in Geduld geübt. Ja, absolut. Aber hier ist das Tempo deutlich besser. Fühlst du dich in Deutschland jetzt angekommen oder meinst du, dich treibt es in 2 Jahren dann nochmal weiter? Ich habe jetzt hier eine Familie und ich glaube, ich habe schon Wurzeln geschlagen, glaube ich. Aber wer weiß, ich sagen wir so, mein Herz ist natürlich in Italien. Meine Heimat ist eine Kleinstadt im Norden der Toskana, Carrara. Der ein oder andere wird davon gehört haben, weil es dort Marmor gibt. Und es ist eine sehr schöne Bergregion mit Meer und so weiter. Ich glaube, irgendwann muss ich da wieder dorthin ziehen. Wenn du dann irgendwann in Podcast-Rente gehst. Ja, ich glaube leider nicht. Im Moment, soweit ich weiß, gibt es in Italien fast gar keine Podcast-Szene. Also es ist wirklich sehr eingeschränkt und da kann ich mich leider nicht so austoben. Aber ich meine, ich kann weiterhin für die deutsche Podcast-Szene produzieren. Who knows? Das wäre natürlich. Ich warte sowieso auf die Zeit, wenn wir alle ganz arm sind. Ganz alt sind. Hoffentlich ohne Altersarmut und dann immer noch in unsere Mikros babbeln. Darauf freue ich mich eigentlich schon. Auf diese ganzen Rentner-Casts. Ihr dürft auch mit Fragen stellen, ne? Ihr anderen. Ich kann Läuft das nicht so gut an. Wie Martin, ihr müsst mir helfen. Ich habe gerade erstmal heftig gelacht, als du sagtest, Fabio, dass am Ende des japanischen Theaters ein langes No kommt. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Das ist sehr schön ironisch gemeint. Das heißt, du hast aber auch die Sprache Japanisch gelernt? Du kannst also Japanisch auch sprechen? もちろん、ちょっとだけ日本語できるなんだけど、なんか、もう5年間、大阪に住んでたから、もう日本語ちょっと、まあ、ペラペラできると思います。Das war, übersetzt, ich war 5 Jahre lang in Osaka, insofern musste ich auch Japanisch lernen und ich bin der Sprache mächtig. Boah. Welche Sprachen sprichst du generell, so grundsätzlich? Ich meine, Deutsch und Italienisch setze ich jetzt mal voraus. Japanisch habe ich gerade erfahren. Englisch wird sicherlich auch dabei sein.
Ja, aber die Frage musste ich schon mehrmals auch in Vorstellungsgesprächen beantworten. Jetzt habe ich wirklich eine sehr schnelle Antwort. Das sind 5 lebendige Sprachen und 2 tote Sprachen. Also die 2 Toten kann ich nicht sprechen, aber Altgriechisch und Latein verstehe ich. Alle Podcaster haben Latein gelernt. Ich bin sehr begeistert. Fast alle. Aha, meinst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich glaube ja. So langsam bin ich davon sehr überzeugt. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn man andere Podcaster fragt, welche Fremdsprache sie hatten in der Schule. Latein ist irgendwie immer mit dabei. Finde ich sehr sympathisch. Ich hatte auch Latein. Kurze Umfrage. Wer hatte Latein hier von den Sendegärtnern? Hier. Oh, jetzt wurde meine Studie kaputt gemacht. Ja, genau. Lars, Sebastian hat hier Latein. Kann ich nicht mit Ihnen, nein. Nee. Komisch. Okay. Wie bist du denn gestartet? Also du bist heute Journalist, dafür brauchst du ja diese umfangreiche Ausbildung eigentlich nicht. War das von vornherein ein Berufswunsch von dir, Journalist zu sein? Oder hast du eigentlich, wolltest du künstlerisch arbeiten? Hattest du eine ganz andere Perspektive ursprünglich mal? Ich glaube, ich wollte lange an der Uni bleiben und forschen, aber ich weiß nicht, also in den humanistischen Bereich ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und es hat sich eigentlich ein bisschen von alleine ergeben. Ich saß irgendwann in Italien 2010 und habe nach Jobmöglichkeiten gesucht. Ich hatte das immer wieder ehrenamtlich gemacht und hatte zwischendurch auch für eine italienische Presseagentur gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung in Deutschland gesehen, also in Berlin. Eine journalistische Ausbildung, habe mich dort beworben und überraschenderweise bin ich da reingerutscht. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eigentlich das war, was ich die ganze Zeit machen wollte. Oder beziehungsweise ich hab mir das so ein bisschen eingeredet, möglicherweise. Nö, ist ja gut. Man kann sich ja was einreden, ist ja nicht schlimm. Super. Also ich bin gerade so ein bisschen verwundert, weil wenn wir hier von Traumorten reden, dann ist die Toskana eigentlich immer gerne mal dabei. Ah, Toskana, ne? Ein Häuschen in der Toskana haben, das ist irgendwie so für Deutsche so ein bisschen so ein Traumobjekt. Es gab auch irgendwie mal so ein Schimpfwort, glaube ich, im Bundestag, die Toskana-Fraktion oder so, wo dann den Leuten gesagt wurde, ja, ihr macht es euch dann nur gemütlich, damit ihr euch ein Häuschen in der Toskana leisten könnt oder sowas in der Art. Wenn man dann ins kalte Deutschland kommt und muss hier diese komischen, nasskalten Winter ertragen, ist das nicht fürchterlich schlimm? Ich stelle mir das immer so furchtbar vor, für Leute, die zugereist sind. Also da ist etwas dran, auf jeden Fall. Ich kenne sehr viele Italiener, gerade in Berlin, die normalerweise eben aus arbeitstechnischen Gründen nach Deutschland gezogen sind und die ununterbrochen darüber jammern, dass es andauernd regnet und so weiter. Aber das tun Italiener im Ausland allgemein sehr gerne, also sich zu beschweren. Aber in meinem Fall kann ich sagen, meine Toskana ist wirklich nicht die Postkarte Toskana, die man so kennt. Nicht mit den schönen Hügeln und den Zypressen und so weiter. Ich komme aus dem Norden, es ist eine sehr besondere Region. Das ist sehr bergig irgendwie. Die Leute sind auch nicht so offen und sonnig, wie man es von den Italienern kennt. Ich glaube, mein Penchant für gewisse düstere Erzählungen kommt aus dieser Gegend, weil das wirklich eine sehr auch neblige und irgendwie mysteriöse Gegend, eine kleine Ecke im Norden der Toskana. Okay. Also ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube, da ging es auch um den Carrara-Marmor, dass da so LKWs irre steile Straßen mit waghalsigen Kurven fahren und da lagen dann einfach so riesige Steinblöcke ungesichert auf der Ladefläche. Das sah alles ziemlich scary aus. Also da habe ich schon gedacht, mein Gott, die haben aber Mut, die Leute. Genau. Ist, da,
Ja, aus der Region komme ich, aus der Stadt komme ich und ja, sagen wir so, man muss irgendwie auch durch den kleinen, durch den engen Gassen der Stadt neben solche Marmorblöcke laufen, wenn ein LKW gerade durch das Stadtzentrum fährt, was sehr oft passiert. Ja, und einfach nur hoffen, dass die Blöcke dort bleiben, wo sie sind. Genau, also sicher ist das nicht unbedingt. Also, na gut, die Leute sind ja nicht ungeschickt, sagen wir mal, die kommen ja mit dem Werkzeug ganz gut aus. Aber ich glaube, ein deutscher Sicherheitsbeauftragter, Transportsicherheitsbeauftragter, der würde jedes Mal graue Haare bekommen, wenn er so einen Transport sehen würde. Ganz klar. Okay. Hast du dir denn als Kind schon so Geschichten ausgedacht? Was du jetzt mit Radio Rando machst, also diese fiktive Geschichte so? Bist du ein Geschichtenerzähler? Ja, ich glaube schon. Also wie viele habe ich schon in der Jugend irgendwie angefangen, so ein bisschen ja, einfach nur eben das Schreiben zu testen. Und ich hatte natürlich, also ich glaube, viele, die sich für sowas begeistern, haben so eine bisschen nerdige Ader und ich habe sehr viel gelesen und dann irgendwann denkt man, ah gut, ich könnte auch eventuell so eine Geschichte erzählen und wer weiß, sogar etwas Besseres. Und dann passiert dann natürlich das, was immer, glaube ich, passiert. Dann zeigt man diese Schriftstücke einem Lehrer oder jemandem, den man irgendwie bewundert, dann sagt die Person, naja, gut, das ist eine Nachahmung von hier, keine Ahnung, Thomas Mann und James Joyce, sehe ich hier auch einige Hinweise und dadurch irgendwie wird diese ganze Idee von ja, eigenes Schaffen ein bisschen zerstört und dann denkt man, gut, ich höre damit auf, ich schreibe lieber dann was Vernünftiges und eben dann etwas Journalistisches eventuell. Und ich glaube, durch meine journalistische Tätigkeit habe ich mich wieder mit dem Schreiben angefreundet und dann irgendwann gedacht, ach, warum muss ich jeden Tag einfach nur, wer weiß was, also etwas über Euro-Rettung oder irgendein anderes langweiliges Thema schreiben, warum schreibe ich einfach nicht die Geschichte, die ich die ganze Zeit im Kopf habe? Okay. Hast du denn so bei irgendeinem, sagen wir mal, Nachrichtenmagazin oder sowas gearbeitet? Also dieses, wo du sagst, was muss ich hier jeden Tag über den Euro schreiben und diese endlos langweiligen und sich wiederholenden Geschichten niederschreiben? Hast du das im Rahmen einer Zeitung gemacht oder fürs Fernsehen, TV, Radio oder wo hast du gewirkt? Ich habe früher habe ich viel bei Zeit Online gearbeitet als Freelancer und ich habe die ganze Italien-Krise irgendwie seit Berlusconis Sturz gedeckt, natürlich, weil ich auch mit der italienischen Politik vertraut bin und auch, naja, früher auch sogar beim Spiegel war ich für die Fukushima-Krise zuständig dann war ich für eine Weile auch beim Tagesspiegel. Also ich habe mehrere Stationen gehabt in meiner Karriere hier in Deutschland. Aber immer als Freier, was glaube ich die meisten Journalisten eben so kennen, dass man ja mal hier, mal dort Texte einreicht und so. Und jetzt bin ich aber stabil bei diesem besonderen Projekt und beschäftige mich eben vor allem mit dem Thema Migration und Flucht, Asyl und so weiter. Also sehr aktuelle Themen, die auch sehr wichtig sind. Aber eben, ich brauche trotzdem irgendwie ein Ventil für die anderen Geschichten, die mir im Kopf schwirren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde gleich gerne zu den Mediendienste-Integrationen noch fragen, aber vorher, weil du gerade die Fukushima-Geschichte angesprochen hast und da du ja in Japan warst, fiel das genau in die Zeit deines Aufenthaltes dort? Es war kurz danach. Ich bin 2010 nach Europa zurückgekommen und 2011 fand eben die Katastrophe statt. Okay, da bist du sozusagen als derjenige, der in Deutschland mit 5-jähriger japanischer Erfahrung und muttersprachlich, aber der Sprache mächtig, dann da quasi angesprochen gewesen.
Genau, also es hat sich herausgestellt, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass es nicht so viele japanisch sprechende Journalisten gibt. Und ich musste dann aus Deutschland irgendwie Informationen sammeln und mit Leuten von TEPCO sprechen und eben so ein bisschen investigativ auch ein bisschen die Hintergründe erörtern. Bist du mal hingefahren dann auch zu dem Ort? Nee. Das hat, also hätte theoretisch hätte das stattfinden sollen, aber dann hat der Spiegel die Geschichte einfach gedroppt. Okay. Einfach die Japaner, also wenn ich so aus meiner ganz persönlichen Brille gucke, die sind für mich ein komplettes Rätsel, dieses Land. Einerseits diese sehr strengen kulturellen Vorstellungen, wir kennen den Begriff Harakiri, oder ich habe vor gar nicht langer Zeit, habe ich erstmal gelernt, dass im Zweiten Weltkrieg nicht nur Flugzeuge diese Selbstmordangriffe gemacht haben, sondern auch Torpedos mit Personen besetzt waren, die Kaiten sind dort gefahren, also Vorstellungen von sich opfern irgendwie für ein Land, was uns jetzt nicht so wirklich nahe ist. Aber andererseits, wenn wir heute da hinschauen, diese Manga-Bewegung, dieses Verkleiden, dieses unglaubliche Spielen mit allem Möglichen, dieses Ausgeflippte, das sehe ich auch in dem Land. Ich glaube, das ist ganz schwer zu durchdringen, wie diese Menschen eigentlich ticken. Bist du ihnen irgendwie so ein bisschen näher gekommen? Kannst du dieses sehr unterschiedliche Leben dort nachspüren, verstehen? Zum einen würde ich sagen, Japaner lieben es, wenn sie zu hören kriegen, dass sie so mysteriös und so fremd sind. Gerade von Europäern, weil das steigert ihr Gefühl, dass sie irgendwie eine gewisse Überlegenheit haben, eben weil sie eben so undurchdringlich sind. Insofern ist es immer gut, wenn man nach Japan geht und dann als erstes sagt, ah, oh Mann, das ist alles hier so verwirrend und so strange. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es, am Ende muss ich wirklich sagen, es ist alles halb so wild. Es gibt diese ganz extremen Szenen, keine Frage, aber die gibt es eigentlich überall. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen in der Punker-Szene unterwegs in Osaka. Da waren sehr abgefahrene Leute und auch in der Noise-Szene zum Beispiel, die in Osaka sehr populär ist. Aber das ist, also es ist auch natürlich eine Konsequenz davon, dass das normale Leben in Anführungsstrichen sehr geregelt ist, ja, keine Frage. Das sind sozusagen, normalerweise sind das Jugendliche eben, die wie auch in anderen Ländern eben einfach nur etwas suchen, wofür sie sich begeistern können. Und das mit der sehr strengen Rollenaufteilung, mit dieser sehr strengen Hierarchie in der Gesellschaft. Ich opfere mich für den Tenno, für den Kaiser. Das ist etwas, was eigentlich den Japanern eingeimpft wurde. Das ist sehr viel, davon kommt sehr viel von der Meiji-Zeit. Also die Zeit, als Japan sich als Militärmacht verstanden hat und als Militärmacht aufsteigen wollte. Obwohl man schon irgendwie, man hatte dieses Samurai-Schicht und irgendwie die Krieger hatten einen besonderen Status in der japanischen Gesellschaft, aber diese ganze Ordnung, soziale Ordnung, so strenge soziale Ordnung, das ist alles eine Schöpfung der Meiji-Zeit. Und sie haben dabei einen Mythos irgendwie erfunden von einem Kriegervolk, wobei eigentlich eben zu Zeiten der Samurai, da trifft, glaube ich, da kann man sich sehr, kann man ein Bild davon, kriegt man sehr gut von den sieben Samurais von Kurosawa Akira. Da sieht man tatsächlich, das waren einfach nur, keine Ahnung, so Leute, die das als Job gemacht haben. Das waren keine, sie hatten ihr Ehrenkodex kam relativ spät, Bushido eben Weg des Kriegers kam relativ spät. Die Leute haben diese Schwertmann-Geschichte so als Job verstanden.
Das klingt so ein bisschen wie die Fremdenlegion, die französische, wo man halt hingeht, um gegen Geld zu kämpfen. Ja, also es waren Söldner. Es waren einfach nur Leute, die das als Job gemacht haben. Und es gab natürlich, sie waren verpflichtet zu ihrem Chef oder Herrscher, irgendwie der lokalen Herrscher. Aber diese ganze Romantik ist ein Produkt von späteren Zeiten. Mhm. Ja, wurde sozusagen hineininterpretiert oder draufgelegt. Ja. Im Grunde ja, also wenn man, es ist, also die sehr viel, wie gesagt, ist wurde da durch diese besondere Zeit gefiltert, in der Japan einfach, also vor allem die militärische Kader, also die Generäle zum Schluss gekommen sind, dass die einzige Möglichkeit für Japan aufzusteigen war durch Waffen. Ihr Sieg in dem russisch-japanischen Krieg hat sie dann irgendwie sehr stark ermuntert, diesen Weg einzuschlagen. Und die ganze Zeit bis 1945 hat die japanische Politik eigentlich nur darauf gezielt, ein Land von Kriegern zu erschaffen, weil sie keine andere Möglichkeit für sich sahen, irgendwie ja eben in der als Weltmacht aufzusteigen. Erst später hat sich herausgestellt, dass es andere Wege war, unter anderem Technologie und Industrie und aber das war damals einfach nur diese sehr starke militärische Prägung der gesamten Gesellschaft. Ja, bevor Made in China hier so populär geworden ist, haben wir auf vielen Sachen immer drauf gehabt, auf vielen Sachen drauf gestanden, Made in Japan. Ich glaube Sony, My First Sony und so weiter, das war, glaube ich, auch ein japanischer Hersteller. Also diese ganze japanische Unterhaltungselektronik, die hat uns ja auch hier tatsächlich stark begleitet, viel lange Zeit. Ich glaube, heute ist es eher China, also ich bin da jetzt kein Experte, aber so meine grobe Wahrnehmung. Vielleicht kannst du das bestätigen oder korrigieren. Ich kenne mich mit Technologie nicht besonders gut aus, aber ich würde sagen, die großen, also Panasonic, Sony, die sind noch irgendwie, die haben es geschafft, aber viele andere Technologiemarken in Japan sind dann später in den 90er Jahren als Folge der großen Wirtschaftsblase einfach auch verschwunden. Also Japan ist jetzt sehr stark redimensioniert als auch natürlich als Wirtschaftsmacht durch den Aufstieg von China. Und sie blicken jetzt. Früher war das, also es gibt natürlich einen Dauerkonflikt mit China, auch aufgrund des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise aufgrund der Besatzung von China. Und es gibt sehr viele ungeklärte Fragen dabei. Und früher, das habe ich immer wieder gehört, konnte Japan jetzt bis in 2000er Jahre immer noch sich damit rühmen, dass Japan die zweite Wirtschaftsmacht der Welt war. Und jetzt ist China natürlich aufgestiegen und jetzt müssen sie zwangsweise auch natürlich mit China verhandeln. Und das tun sie auch mit viel Zähneknirschen. Aber die Abe-Regierung hat das sehr konsequent gemacht. Mhm. Japan ist ja auch das Land, was tatsächlich am eigenen Leib den Einsatz von atomaren Bomben spüren musste. Also die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki haben ja klar gemacht, was das für unglaubliche Waffen sind. Spürt man in dem Land das in der Gegenwart noch? Gibt es da irgendwie hast du eine Begegnung mit diesen Fakten gehabt oder ist das etwas, was man da so heute nicht mehr wahrnimmt? Naja, ich habe eine Überlebende von Hiroshima interviewt, eine Hibakusha. Eine alte Dame, die ich aber in Italien getroffen habe, bei einem Friedensmarsch. Was sie mir gesagt hat, ist, dass für sie ist es sehr traurig zu sehen, dass die neue Generation diese Ereignisse nicht mehr mit der Ehrenfurcht, die geboten wäre, ansieht. Ich war im Atommuseum in Hiroshima.
Für mich war es eine der stärksten Erfahrungen meines Lebens, weil einfach einige Stufen einer Treppe zu sehen, in der ein Schatten einfach eingraviert ist. Das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Auf diesen Stufen saß ein Mensch zum Moment, in dem Moment, als die Bombe fiel. Und die Ausstrahlung war so stark, dass die Stufen komplett weiß geworden sind. Nur an der Stelle, wo der Mensch stand, der Mensch ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst und da ist nur sein Schatten geblieben. Diese Macht zu sehen, also ein Zeichen von dieser Art Macht zu sehen, ist extrem furchterregend. Und trotzdem liest man dann im Guestbook des Museums am Ende, dass viele, vor allem junge Japaner, immer wieder schreiben, wir sollten uns auch noch stärker bewaffnen. Wir sollten endlich mal auch eigene Atomwaffen haben, um zurückzuschlagen im Notfall. Und da versteht man schon, dass es irgendwie, dass diese Message irgendwie nicht mehr in neue Generationen herankommt. Das ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Das sollte uns eigentlich gelehrt haben, dass dieser Weg ein Weg in die Sackgasse ist, ins Verderben, in die gegenseitige Auslöschung, und dass das wirklich kein Weg ist, mit dem man mal so leichtfertig umgeht. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind sogar die Amerikaner inzwischen so weit, dass sie überlegen, ob sie die Gesamtverantwortung dem Präsidenten möglicherweise entziehen und dann nochmal irgendwas davor setzen, damit er nicht aus irgendeiner Laune heraus mal den roten Knopf drückt und diese ganze Welt in die Luft jagt, weil man das bei dem gegenwärtigen Präsidenten möglicherweise annehmen kann. Irre. Also, als du gerade diese Szene beschrieben hast mit der Treppe und dem Schatten darauf, da läuft mir wirklich, es ist kalt den Rücken herunter. Also das ist schon. Ich kann nur, also wenn jemand mal die Möglichkeit hat, nach Japan zu reisen, es lohnt sich auf jeden Fall, Hiroshima zu besuchen, einfach nur, um irgendwie andächtig 2 Minuten, 3 Minuten vor diesen Stufen zu stehen und zu denken, das hat ein Mensch erschaffen, es ist in unserer Macht, etwas zu produzieren, was genau diese unglaubliche Kraft hat. Und damit sollten wir eigentlich rechnen. Ja, das sollten wir tun. Und es uns in dieser Geschichte auf jeden Fall bewusst sein und sie nicht vergessen und nicht leichtfertig mit irgendwelchen kriegerischen Handlungen um uns herumwerfen oder zumindest mit dem Gespräch darüber. Das ist alles wirklich kein Abenteuer. Das ist Verderben, das ist Leiden. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Du hast ja gerade von deiner jetzigen journalistischen Tätigkeit berichtet. Mediendienste, Integration, habe ich mir notiert. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Mediendienst, Integration. Mediendienst, ein einziger, genau, okay. Genau. Im Grunde, was wir machen ist, wir stellen Informationen zusammen, eben zu den Themenbereichen Integration, Migration, auch natürlich Flucht und Asyl. Alles irgendwie, Arbeitsmarkt und so weiter. Wir stellen diese Informationen zusammen und machen ein bisschen Vorarbeit für die Journalisten. Im Sinne, ich kenne das selber aus dem journalistischen Alltag, man muss innerhalb von, 20 Minuten ein Stück produzieren, so eine Meldung, wirklich auf der Schnelle, und dann fehlen Zahlen oder fehlen einfach nur Hintergrundinformationen zum bestimmten Thema. Und wenn es um so relevantes, auch gesellschaftspolitisches relevantes Thema wie Migration geht, kann man relativ schnell große Fehler machen. Wir machen diese Vorarbeit sozusagen. Wir sorgen dafür, dass wir haben mehrere Dossiers und dann können Journalisten einfach die wichtigsten Infos zu bestimmten Themen dort finden. Und gleichzeitig vermitteln wir Experte auch zu diesem Themenbereich. Und allgemein setzen wir uns dafür ein, dass das Niveau der Informationen zu diesen Themen weiterhin hoch bleibt. Weil in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist die Berichterstattung schon ziemlich gut.
Es kommt immer wieder vor, dass einige Fake News oder ein bisschen tendenziöse Informationen da rauskommen und da muss man auch ein bisschen als Korrektiv dienen. Was sind denn so die typischen Fehler, die in der Berichterstattung passieren? Ja, ganz typischer jetzt ist zum Beispiel, dass man sehr oft, also es kursierten sehr unterschiedliche Zahlen zum Thema Familiennachzug zum Beispiel. Vor ungefähr anderthalb Jahre kam sogar die Meldung irgendwann, dass bis 7,5 Millionen Menschen zusätzlich nach Deutschland kommen könnten, wenn die Fluchtmigration so weiterhin sich so weiterhin entwickelt. Es ist eine absurde Zahl, die einfach komplett aus der Luft gegriffen wurde. Und trotzdem wurde sie von allen Zeitungen übernommen. 7,5 Millionen Menschen, das muss man sich vorstellen. Und jetzt, das IAB hat das vor kurzem errechnet, rechnet man mit einem Nachzugspotenzial von zwischen 100 und 120.000 Menschen. Nachzugspotenzial, das heißt, es sind nicht Menschen, die tatsächlich kommen werden, sondern die Möglichkeit haben zu kommen, aber wir wissen nicht, ob das für sie überhaupt möglich ist. Das heißt, die Zahl wurde mal locker um das mehr als 20-fache überschätzt und damit versucht, irgendwie Politik zu machen? Naja, es ist immer natürlich, gerade in diesen zwei Jahren hat man gesehen, es gibt Parteien, die das natürlich, die diese Stimmung nutzen und natürlich Zahlen und Statistiken machen Stimmung. Wenn ich sage eben, dass 7,5 Millionen Menschen bald nach Deutschland kommen werden, dass diese einfach nur die Größenordnung macht einem Angst. Und das kann natürlich aus politischen Gründen auch genutzt werden. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für andere sehr sensible Themen, zum Beispiel das Thema Kriminalität. Wir haben Expertisen genau zu diesem Themenbereich, also Kriminalität im Verhältnis zu Migration. Und da müssen wir uns wirklich sehr viel Hate-Kommentare anhören, einfach nur, weil wir das machen. Aber die Statistik zeigt tatsächlich, dass wenn man andere Variablen berücksichtigt, zum Beispiel Alter, und irgendein Geschlecht, weil junge Männer sind tendenziell in allen Gesellschaften tendenziell krimineller als jetzt eine alte Oma oder als der Rest der Gesellschaft. Also die Tatsache, dass viele junge Männer kommen, führt natürlich dazu, dass statistisch gesehen eine Steigerung der Straftaten von jungen Migranten stattfinden. Aber gleichzeitig, wenn man eben diese Variablen rausnimmt, sieht man, dass Migranten tendenziell weniger kriminell sind als Einheimische. Einfach weil sie möglicherweise auch keinen Weg in die Kriminalität haben. Wir haben natürlich ein Bild von keine Ahnung, von schwarzen Drogendealern in den Parks, aber die Tatsache, dass wir das sozusagen vor unseren Augen sehen, heißt nicht unbedingt, dass es tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen dahinter steckt. Wie gehst du denn dann diese Arbeit an? Also ich meine, es ist ja der Kampf um die Wahrheit sozusagen, in Anführungszeichen. Die einen behaupten diese Zahl und die anderen sagen, korrigieren das dann. Und es ist ja wahrscheinlich dann so der Streit um die Wahrheit, um die wahre Aussage. Also das, was ist der Schwarze im Park? Ist der jetzt wirklich ein Drogenhändler oder ist er einfach ein Freund aus Afrika? Was ja durchaus sein kann und genauso wahrscheinlich ist wie eine Unterstellung, dass er nun gerade kriminelle Absichten hat. Aber wie gehst du es an? Also wie suchst du die Wahrheit zu finden? Naja, es gibt in Deutschland zum Glück sehr gute institutionelle Quellen und eine relativ gute Forschungsgemeinschaft in diesem Themenbereich. Es gibt zum Beispiel, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt regelmäßig Zahlen zur Verfügung zu fast allen Bereichen. Also
die Zahlen, die vom BAMF kommen, sind auch relativ zuverlässig. Man, wenn das nicht so ist, dann kann man das auch natürlich so sagen, dass es zum Beispiel Unklarheiten über Doppelstaatler in Deutschland gibt. Und man muss auch natürlich genau wissen, warum das so ist. Und dann gibt es eben diese Forschung, die von mehreren, also wenn mehrere Wissenschaftler zu ähnlichen Schlüssen kommen, kann man schon mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass diese Recherchen fundiert sind. Und insofern versuchen wir immer so ein bisschen abzuwägen, was sind jetzt wirklich die verlässliche Quellen, die wir benutzen können und die wir eventuell auch den Journalisten empfehlen können, weil wir wollen nicht jetzt die Arbeit der Journalisten machen. Wir empfehlen einfach mögliche Informationsquellen, die Journalisten dann für ihre eigene Arbeit nutzen können. Ja, aber du hast ja dann im Prinzip die Funktion des Ratgebers. Also die Journalisten, die sich nicht auskennen, kommen zu dir, um verlässliche Informationen darüber zu bekommen, welche Quelle kann ich denn fragen. Also insofern bist du dann an der Stelle schon in der Position, dass du da verlässlich Auskunft geben sollst. Ne? Das ist ja... gut, so ein Bundesamt kann man natürlich gut nennen. Gibt es auch noch andere Quellen, die da für euch, sagen wir mal, verlässlich sind? Naja, es gibt in Deutschland, wie gesagt, gibt es mehrere Institute, die zu diesem Themenbereich forschen. Das IAB habe ich vorhin erwähnt, das sozioökonomische Panel auch. Dann gibt es zum Beispiel das Institut für Migration und Integration Studien in Osnabrück. Das ist ein Forschungshub rund um diese Themen. In Berlin gibt es das Berliner Institut für empirische Integration und Migrationsforschung. Es ist wirklich eine ziemlich lange Liste von verschiedenen Instituten, die mehrere Forscher aus verschiedenen Bereichen, normalerweise, es ist ja wirklich sehr interdisziplinär, zusammenbringen, die dann bestimmte Phänomene untersuchen. Und dazu und hinzu kommen natürlich alle Ausschüsse, zum Beispiel auch, also alle im deutschen Parlament werden auch relativ oft Anfragen zu diesen Themenbereichen gestellt und die zuständigen Referate mussten auch eine relativ gute Information liefern können, immer wieder, weil das, also es wird auch sehr viel mit Daten gearbeitet, auch in der Politik, und das ist auch natürlich eine begrüßenswerte Sache, dass man, ich kenne das aus Italien. In Italien wird das Thema sehr oft einfach nur mit Parolen bearbeitet. Und ich finde, in Deutschland ist die Sachlichkeit irgendwie der Debatte auf einem ganz anderen Niveau. Wenn du so viele Stellen aufzählst, die sich da forscherisch oder also statistisch sozusagen mit Daten sammelnd beschäftigen, dann ist es für mich noch unverständlicher, warum man mit dieser unglaublichen Überschätzung der nachziehenden Personen überhaupt gearbeitet hat. Da hätten doch von vielen Stellen gleich Widersprüche aufkommen müssen und sagen, Leute, versteift euch jetzt nicht auf die 750 wie war das? 7,5 Millionen Menschen. Diese Zahl wird auf jeden Fall nie erreicht werden. Dass die dann trotzdem so lange in der politischen Diskussion sich hat halten können, finde ich gerade vor dem Bild, was du gerade skizzierst, sehr, sehr unverständlich. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Außer es ist tatsächlich Absicht dahinter. Das müsste man ja dann annehmen. Die Schuld liegt in diesem Fall bei meinen Kollegen, bei den Journalisten. Also ich zähle mich auch dazu gewissermaßen. Und das liegt daran, dass wenn ich eine Schlagzeile habe, die sagt, 7,5 Millionen Menschen werden demnächst nach Deutschland kommen, ist es einfach eine perfekte Schlagzeile, weil die führt automatisch zu mehr Klicks, zu mehr Interesse, zu mehr Aufmerksamkeit, und das wollen Medien. Medien sind darauf angewiesen, auch gewissermaßen eine gewisse Sensation zu erzeugen. Das ist also in diesem Spannungsfeld bewegen sich die meisten Journalisten. Einerseits eben sachliche Berichterstattung, auf der anderen Seite eben News zu verkaufen. Und im Fall der 7,5 Millionen, ich kenne die Hintergründe, ich kann mich sehr vage an die Hintergründe erinnern, das ist schon eine Weile her, aber ich glaube, dass das alles auf eine Aussage
einer, ich weiß nicht, eines Mitarbeiters vom Innenministerium. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall hatte diese Person gesagt, dass es denkbar wäre, dass bis zu 7,5 Millionen Personen kommen könnten, wenn der Trend über so und so viele Jahre sich so unverändert fortsetzt. Das waren sehr viele Wenn und Aber. Natürlich sind all diese Wenn und Aber von den Schlagzeilen verschwunden. Das ist das Problem. Der Journalist verkauft eine sehr kompakte Information, die natürlich alle, also die notwendigerweise die Hintergründe ein bisschen außer Acht lässt. Ja, das steckt wahrscheinlich drin in diesem journalistischen Tun. Man reduzieren und verkürzen, auf das Wesentliche herunterbrechen. Aber das Wesentliche ist dann durchaus auch, wenn jemand sagt, unter gegebenen Umständen möglicherweise und wenn und dann, ob man das nicht dann auch dazu sagen müsste. Ich verstehe ja, wie der Laden so läuft, und natürlich sind Klicks oder verkaufte Exemplare an der Kasse irgendwo, das ist der Gradmesser, aber also man spielt mit dem Schicksal von Menschen, und das ist doch vielleicht ein Grund wert, da auch zweimal drüber nachzudenken. Betrachtet ihr die Integrationsbemühungen nur bezogen auf Deutschland, oder habt ihr so einen internationaleren Blick bei dem Mediendienst Integration? Also schaut ihr auch, wie es in anderen Ländern geht? Zum Beispiel der Lars hat mir letztens erzählt, dass er gesehen hat, wie in Calais beispielsweise die Grenzen gesichert worden sind, damit eben keiner zwischen England und Frankreich hin und her kommen kann. Da gab es ja auch dieses eine Lager, ich weiß nicht, wie hieß das denn noch, Paradies oder? Nee, genau das Gegenteil, ne? In Calais hieß so ein Lager. Naja, egal. Ich habe den Namen gerade vergessen. Aber die Frage ist ja, schaut ihr auf Deutschland oder schaut ihr auf quasi internationale Brennpunkte? Diese Probleme lassen sich eigentlich nur in einer globalen Perspektive eigentlich betrachten. Aber das Problem ist, wir hatten in den letzten Jahren so viel mit Deutschland zu tun, also mit der Situation, die sich in Deutschland ergeben hat, dass wir nur sehr bedingt über den Tellerrand geschaut haben. Aber es ist meine Hauptanliegen, auch dadurch, dass ich eben aus Italien komme, insofern auch eine andere Medienlandschaft kenne und inzwischen auch ein bisschen einen Blick auf Frankreich, England habe. Ich würde mir wünschen, dass man auch mehr über diese Zusammenhänge spricht, weil natürlich, also ich meine, die Menschen, die dann in Calais landen, sind möglicherweise durch Deutschland gereist oder eben durch Italien, und die wachsen nicht aus dem Boden vor Ort, sondern das sind Bewegungen, die eben die gesamte Europäische Union betreffen. Wer ist denn der Träger vom Mediendienst? Also wo kommt denn das Geld her, damit du bezahlt werden kannst? Also der Projektträger ist der Rat für Migration. Rat für Migration ist ein Zusammenschluss von 155, glaube ich, jetzt Migrationsforscher in ganz Deutschland. Und dieser Rat für Migration, den gibt es schon seit den 90er Jahren. Die 2012 haben sie eben begriffen, dass sie möglicherweise auch eine Brücke zur Medienwelt schlagen wollten, damit ihre ganze Forschung überhaupt auch noch die Medienwelt erreicht. Das ist der Projektträger, aber die Finanzierung kommt von unterschiedlichen Quellen. Das ist eine Private-Public Partnership, wie man sie jetzt nennt. Und zwar, wir werden zum Teil von der Bundesbeauftragte für Integration finanziert und zum Teil von 7 verschiedenen Stiftungen. Kann man alles natürlich auf unserer Webseite nachschauen, www.mediendienst-integration.de. Und da über uns, da ist die gesamte Liste der Finanzierer.
Okay. Ich werde gerade aus dem Chat korrigiert, beziehungsweise sehr ergänzt. Das Lager hieß natürlich nicht Paradies, das wäre ja auch ein bisschen zu euphemistisch. Es ist der Dschungel von Calais gewesen, von dem ich da gerade sprach, der uns, der, also die Bilder hat man vielleicht sehen können und es ist, mich hat das sprachlos gemacht, dass Menschen mitten hier in Europa, also quasi in der Nachbarschaft, unter wirklich so erbärmlichen Bedingungen leben mussten und wir das irgendwie als aufgeklärte Menschen hier nicht besser hinkriegen mit Menschen, die auf der Flucht sind vor Not und Elend, besser umzugehen. Also das macht mich komplett ratlos. Ich verstehe zwar auch politische Zusammenhänge und auch gewisse politische Zwänge, in denen wir hier stecken und in denen gehandelt wird, aber wo bleibt unsere Humanität an der Stelle? Ich komme da irgendwie nicht mit. Kannst du mir das erklären, warum wir da so stumpf sind? Naja, ich war auch viel in Italien unterwegs, in Flüchtlingslagern und ich habe dort auch ganz erschreckende Szenen gesehen. Es gab bis vor wenigen Jahren gab es ein besetztes Gebäude am Rand von Rom, wo 800 Menschen gelebt haben. Das war ursprünglich ein Uni-Gebäude und da lebten wirklich Menschen aufeinander. Also es hatte sich so als in einen Slum irgendwie entwickelt. Diese Situation, diese Szenen, der Punkt ist, in Deutschland kriegen wir jetzt inzwischen nicht mehr so viel davon mit, aber die Situation zum Beispiel in Lesbos und in den anderen Hotspots in Griechenland ist momentan katastrophal und gerade im Winter. Viele Menschen leben immer noch in Zelten. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die bulgarische Grenze, wo Rechtsextreme patrouillieren, die Menschen, die sie dort an der Grenze erwischen, regelmäßig foltern. Und es gibt keinen Rechtsstaat in dieser Ecke. Und das passiert mit der Zustimmung der Regierung. Ungarn, wo Geflüchtete in Transitionen gezwungen werden, unabhängig von ihrer Herkunft, das heißt auch viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die sehr wohl einen Schutzgrund hätten, werden dort einfach für einige Tage in diesen Transitionen halbwegs inhaftiert und dann einfach zurück nach Serbien geschickt, weil sich Ungarn für diese Menschen nicht verantwortlich fühlt. Oder eben Italien finanziert gerade die libysche Küstenwache, von der man weiß, dass sie also Migranten, die sie auffängt, schlägt und foltert und die auch auf Schiffe von den NGOs, die im zentralen Mittelmeer operieren, schießt. Also kriegsartige Situationen von Italien finanziert, die Situation auch außerhalb der europäischen Grenzen, also in den Lagern in Libyen, beziehungsweise in vielen informellen Unterkünften in der Türkei, die ist noch mal schlimmer. Also ja, auf Italienisch sagt man lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ja, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Fern von den Augen, fern vom Herzen. Also ja, es aus den Augen, aus dem Sinn gibt es bei uns. Genau, aus den Augen, okay. Aus dem Sinn. Man, wenn man das nicht sieht, existiert es einfach nicht. Ja. Ja, das ist natürlich die Praxis, mit der ich letztendlich als Person mich irgendwie auch über Wasser halte. Aber du jetzt aus deiner professionellen Perspektive, du kannst dich ja jetzt den Fakten nicht verschließen. Im Gegenteil, du musst sie sehen, bewerten, einordnen und darüber sprechen. Wie verarbeitest du das denn? Wie gehst du denn damit um? Wie kannst du denn den Glauben ans Gute im Menschen nicht verlieren dabei? Naja, zum einen, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich nehme zum Beispiel, nehmen wir Italien als Beispiel, weil das eben eine sehr verworrene Situation dort gibt. Und zwar
Eben, einerseits hat man eine Regierung, die sich eigentlich nur um das eine kümmert, und zwar diese Menschen fernzuhalten. Andererseits hat man aber auch in Italien eine unglaubliche humanitäre Bewegung irgendwie. Mehrere NGOs, vor allem, muss man sagen, aus der katholischen Welt, die Caritas zum Beispiel, die unglaublich viel machen, die einfach nur die Beteiligung von NGOs zum Beispiel an Aufnahmeprojekte für Flüchtlinge ist noch größer als in Deutschland. Also einerseits muss ich sagen, gut, also es ist momentan läuft die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union sehr schlecht. Es ist nicht abzusehen, dass es besser wird. Auch vor allem natürlich, weil selbst Deutschland irgendwie vermeiden will, dass sich eine Situation wieder ergibt wie 2015. Andererseits muss ich aber sagen, das habe ich auch eben in Deutschland gesehen, die Begeisterung, mit der viele Menschen jetzt eben ehrenamtliche Tätigkeiten aufgenommen haben, in der Flüchtlingshilfe ist unglaublich. Man muss sich einfach nur die Zahlen für Deutschland anschauen. Es gab einen Anstieg, ich weiß das nicht mehr aus dem Kopf, aber ungefähr 25% mehr Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe. Und fast jeder, selbst Leute, also ich rede jetzt von Leuten, die das regelmäßig machen, aber fast jeder hat 2015 oder 2016 irgendetwas in Bezug auf ankommenden Flüchtlinge gemacht, sei es auch nur einmal ein Brötchen vorbeizubringen oder mit einer Flüchtlingsfamilie einfach nur sich einmal zu treffen und so. Das finde ich schon, also das gibt mir Hoffnung. Ich hätte noch eine Frage, und zwar muss man eigentlich offiziell Presse sein, um sich an den Mediendienst Integration zu wenden? Oder würde man auch als freier Podcaster, der sich mit dem Thema jetzt beschäftigen will, an euch wenden können und Informationen und irgendwie einen Experten genannt bekommen, um so ein Thema zu bearbeiten? Naja, da die Podcast-Community einen Insider beim Mediendienst hat, würde ich sagen, kein Problem. Aber ich meine, ich bin der Insider. Ich würde, also eigentlich kriegen wir auch viele Anfragen von Behörden, von ganz normalen Bürgern, von Lehrern. Das hat mir immer besonders Spaß gemacht. Lehrer, die bei uns anrufen und sagen, hey, meine Schüler, die kommen auch hier mit rechten Parolen und so. Hören Sie wahrscheinlich zu Hause, und wie kann ich das jetzt thematisieren und so? Und das ist eine ganz tolle Arbeit, und ich finde, ja, diese Informationen sind für alle wichtig. Insofern nur zu. Ja, nur zu, natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch gerade in der Podcast-Welt Menschen gibt, die sich dieses Themas annehmen wollen und vielleicht auch dieses Angebot gerne annehmen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gucken wir mal jetzt, weil wir gerade schon von der Podcast-Welt sprechen, auf dein Tun und dein Treiben in der Podcast-Welt. Du machst ein Hörspielangebot mit Radio Rando. Ist es mit Hörspiel richtig beschrieben, oder wie würdest du dieses Projekt beschreiben? Mit anderen Worten möglicherweise. Ich glaube, in den USA spricht man normalerweise von Story-Driven Podcast. Das habe ich irgendwie jetzt vor kurzem gelernt. Es sind ja gescriptete, also Podcasts mit einem Skript, und in meinem Fall eben Fiktion. Insofern, ja, ich glaube, der große Unterschied zum Hörspiel ist, dass ein Podcast so ein Element von also eine gewisse Kontinuität hat, wie eine Fernsehserie irgendwie. Also ein Seriencharakter sozusagen. Aber das haben ja Hörspiele auch. Wenn ich da so einen Mehrteiler mir anhöre,
das alleine das eigentlich schon macht noch nicht ich so. Ich glaube, der ja. Sorry, der Unterschied, also ich habe das immer bis jetzt so erlebt, dass ein Hörspiel ist sozusagen ein fertiges Produkt, ist eben, man hat mehrere Teile. Sie können auch natürlich, es gibt Fälle, in denen die Teile hintereinander kommen, aber diese Idee, dass eben, keine Ahnung, wie in einem Fall einer Fernsehserie, dass es eine Staffel gibt, die einen Anfang und ein Ende hat und dann muss man auch eine gewisse, also muss die Geschichte geschlossen sein für diese bestimmte Zeit. Das lässt sich auch natürlich im Hörspiel machen, aber ich war früher, also lange bevor ich Podcasts kennengelernt habe, war ich ein begeisterter Radiodramenhörer in Italien. Und ich fand, also bei diesen Radiodramen fand ich etwas, was ich dann später in Hörspielen nicht mehr gespürt habe. Diese Warten auf die nächste Folge, was wird passieren? Womit haben sich denn diese Radiodramen in Italien beschäftigt? Waren das dann eher so, wie so Seifenopern, also die Verflechtungen zwischen Mann und Frau und auch kriegt sie ihn oder nicht, beim nächsten Mal wird es aufgeklärt oder so, oder was war Gegenstand des Dramas? Es war sehr, sehr unterschiedlich, also es gab, mein Lieblingsradiodrama hieß Jack Fowler und es war die Geschichte eines Radio-DJs, der in Death Row sitzt, wegen eines Mordes. Man weiß nicht, ob er tatsächlich jemanden umgebracht hat oder ob das nur eben angehängt wurde. Auf jeden Fall, und das war wirklich sehr, also das war, jede Woche war minus so und so viele Tage bis zu seiner Hinrichtung. Und man hat wirklich diesem Moment entgegengefiebert, weil und das, da, er saß einfach in seiner Zelle und hat über Gott und die Welt gesprochen. Und es war wunderbar geschrieben und wunderbar inszeniert. Der Autor Diego Cugia, den habe ich auch später kennengelernt, ist ein sehr, sehr begabter Radiodramenautor. Was ist die Geschichte deines Dramas, deines Podcast-Dramas? Also ich habe hier mal den Text vor mir, den du in den Twitter-Kopf, in die Twitter-Kopfzeile hineingeschrieben hast. Es ist ein Podcast-Hörspiel über ein kleines Dorf am Rande eines Hiatus im Raumzeitkontinuum, wo früher eine europäische Hauptstadt ihren Sitz hatte. Das kann ich lesen, aber ich verstehe es nicht. Kannst du es mir mit anderen Worten erklären? Ja, also man soll sich vorstellen, ich weiß nicht jetzt, wie viele von euch in einem kleinen Dorf, sagen wir, oder in einer kleinen Stadt leben. Und möglicherweise gibt es in einer gewissen Entfernung gibt's eine größere Stadt. Man soll sich eben vorstellen, man ist in dieser kleinen Gemeinschaft und dann plötzlich ist dieser Bezugspunkt einfach weg. Die Stadt, die große Stadt mit allen Menschen, die auch möglicherweise einem sehr nahe stehen, verschwindet. Und dann steht man sozusagen vor diesem Abgrund, in diesem kleinen Dorf, in diesem unbedeutenden Fleck irgendwie, und starrt ins Nichts. Und aus diesem Gefühl ist, glaube ich, Rando entstanden. Die Idee ist komplett von dir. Hast du die geboren oder ist dann ein Autorenkollektiv dahinter? Wie arbeitest du daran? Also die Idee ist von mir, aber inzwischen hat sich um Rando herum eine relativ große Community irgendwie ergeben. Darf ich sie alle erwähnen? Das würde mich jetzt sehr freuen, weil aber diese selbstverständlich. Menschen gerne. Verdienen wirklich große Anerkennung. Also erstmal der Lukas Negroni, er ist auch Journalist und mit ihm haben wir die Geschichte zusammen entwickelt. Der
der übrigens auch den Praktikanten Markus spielt. Dann gibt es David Pechmann, a.k.a. H.K. DeWitt, der ist Drehbuchautor. Hat auch ein bisschen mitgeholfen, die Geschichte zu gestalten, und er spielt den Kommissar Nordmann. Er ist, also er gibt uns immer wieder Ratschläge, wie wir eventuell, in welche Richtung die Geschichte gehen soll und so. Dann gibt es Alexander Donat, a.k.a. Flimmer. Das ist unser Musiker, der die ganze Musik für die zweite Staffel gemacht hat. Er ist einfach der produktivste Mensch, den ich kenne. Er hat, glaube ich, 6 unterschiedliche Musikprojekte am Start momentan. Er hat allein für Rando hat er mehr als 8 Stunden Musik produziert bis jetzt. Es ist wirklich sehr viel. Dann gibt es Gianluca Romano, der die gesamte Grafik für Rando macht. Ich würde sagen, auch Ulrike, die uns wirklich sehr geholfen hat, zumindest in der Anfangsphase, einfach nur die richtigen Tipps gegeben hat, damit wir ein bisschen selbstständiger werden, auch technisch gesehen. Ulrike, was hast du denn gemacht da? Jetzt muss ich kurz ausholen, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte in der Bibliothek sitzen und an meiner Masterarbeit schreiben, habe prokrastiniert, und dann flog mir der Podcast bei Twitter vorbei. Und ich bin nur darauf gesprungen, weil ich aus dem Yka-Rando-Kreis komme und dachte, Radio Rando klingt wie meine Heimat. Habe ihm gefolgt und dann kam gleich eine automatische Antwort mit hey, hallo und gerne Feedback. Und dann habe ich mich irgendwie nicht lumpen lassen und gern gleich mal die große Keule rausgeholt und so noch ein bisschen rumgefragt und ein bisschen Feedback gegeben und nochmal auf ein paar Community-Projekte verwiesen und nachher auch einen Paten organisiert über das Podcast-Patinnen-Projekt, der dann geholfen hat, ich glaube, von einem Bezahl-Hoster zu wechseln auf selbst gehostet, weil es da irgendwie auch nicht ganz so lief wie gewünscht. Und danach war ich eigentlich raus, aber irgendwie hört Fabio nicht auf, mir zu danken, und ich weiß auch nicht, warum. Genau, sorry, ich habe eine Person vergessen, das ist Patrick Pehl, der den Gottbewahre-Podcast macht. Der ist unser Podcast-Pate, der uns eben mit dem Hosting geholfen hat und allgemein auch mit der neuen Webseite und so weiter. Sorry. Das heißt aber, als Ulrike sozusagen ihren Input gab, da gab es schon etwas. Es gab schon etwas zu hören. Also vielleicht auch für die Hörerinnen, Radio Rando ist im Moment in der 3. Staffel. Gab es da schon die 1. Staffel, bevor Ulrike eingeschritten ist? Oder wo hat denn dieser Wechsel des Hosters zum Beispiel stattgefunden? Die 1. Staffel gab es schon. Als ich die 1. Staffel produziert habe, wusste ich gar nicht, dass es in Deutschland eine Podcast-Community gibt. Es hört sich verrückt an, aber ich habe einfach meinen Podcast hochgeladen und gedacht, ich bin der Einzige, der das Ding jetzt hier macht. Das ist sehr seltsam, weil ich meine, in dieser sehr vernetzten Welt kann man möglicherweise meinen Nachbar 2 Häuser weiter, macht das genau das Gleiche, aber ich habe keine Ahnung, dass er das macht. Und dann irgendwann habe ich mir einen Twitter-Account organisiert und dann habe ich einfach geschrieben, ja, ich habe einen Podcast, und plötzlich gab es, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Anfragen, ach, was ist das, und ah, hier sind wir alle, hallo, wie geht's dir und so, und wow, ich bin endlich zu Hause, das war so ein bisschen das Gefühl, und dadurch habe ich auch natürlich Ulrike kennengelernt, und die 1. Staffel ist, das hört man, glaube ich, da habe ich wirklich mit der Technik gekämpft und ich hatte keine Ahnung von, eine der wichtigsten Sachen, das Erste, was Ulrike mir gesagt hat, das war, kennst du Auphonic? Und ich meinte, was? Und dann sagte sie, okay, gut, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Aber eine meiner ersten Fragen war auch, weil Podcast-Patinnen richtet sich ja immer nur an nicht kommerzielle Projekte, und du hattest gleich so trotzdem schon dieses voll krasse Artwork und das sah alles so professionell aus. Und da habe ich trotzdem erstmal gefragt, sag mal, ist das jetzt Hobby oder machst du das irgendwie beruflich? Weil ich konnte es nicht so richtig einordnen, weil es war so featureartig aufgemacht und es sah von der Website, so von dem Grafikzeugs, was ihr gemacht habt, einfach schon
ziemlich abgefahren aus. Deswegen habe ich erstmal gefragt, so, ja, also wenn es doch nur Hobby sein sollte, dann besorgen wir dir mal einen Paten und dann gucken wir mal weiter. Also es ist ja nicht so, dass vorher irgendwie, mein, das wirkte jetzt nicht wie, habe ich mir jetzt komplett alleine selber hingestrickt, sondern das sah schon vorher super aus. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das gefunden? Irgendwie nach der 5., 6. Folge oder so von der ersten Staffel? Relativ am Anfang. Und da sah es schon super aus. Ich glaube, dafür muss ich wieder Gianluca Romano danken, der unser Grafiker. Er ist ein Profi. Also er hat es netterweise für uns jetzt so als Freund gemacht, aber er ist seine Kunst steckt hinter verschiedenen Computerspielen und so weiter. Leider kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Er hat mir auch eine Liste irgendwann von allen Spielen der. Aber mit Sicherheit, wenn ihr mal Computerspiele spielt, habt ihr irgendwann etwas von ihm gesehen. Er ist Graphic Designer. Jetzt hast du vorhin gesagt, in Italien gibt es keine nennenswerte Podcast-Szene. Die deutsche hast du nicht kennengelernt, bevor du gestartet hast. Wo kam denn jetzt überhaupt die Idee für dich her, diese Technik anzuwenden? Also das mit diesen Episoden und downloadbar zu machen und so weiter, diese spezielle Podcast ja, Dingen sozusagen. Wo kam das denn her bei dir? Naja, die einfache Antwort lautet Welcome to Night Vale. Das kennen, glaube ich, viele auch in Deutschland. Das ist, ich glaube, momentan der bekannteste Story-Driven-Podcast weltweit. Für diejenigen, die das nicht kennen, es ist sehr ähnlich wie Rando. Insofern muss ich auch zugeben, dass ich mir das, also auch die Geschichte ein bisschen abgeguckt habe, zumindest das Setting. Die Geschichte eines kleinen Dorfes mit einem lokalen Radiosender. Und die ganze Geschichte wird eben von dem DJ erzählt. Und im Fall von Welcome to Night Vale handelt es sich um, ich würde sagen, so ein bisschen so ein Ort, an dem praktisch alle Verschwörungstheorien und alle mögliche irgendwie übernatürliche Ereignisse gleichzeitig wahr sind und das Leben dieser kleinen Community prägen. Und das Schöne, das Wunderbare an diesem Podcast ist die Tatsache, dass das Ganze so erzählt wird, als ob es eben Alltag wäre. Und das ist auch ein bisschen, ich glaube, in der ersten Staffel hört man das sehr. Ich versuchte genau so einen Effekt zu erzeugen. Ach, hier geht die Welt unter, aber wir bleiben ganz gechillt. In den späteren Staffeln, in der zweiten und dritten Staffel, haben wir wirklich beschlossen, wir wollen etwas anderes machen. Wir wollen die Geschichte von diesen Personen, die in diesem Ort leben, erzählen. Und zwar nicht so, als ob es eben einfach nur so eine Satire, so eine Persiflage möglicherweise mit übernatürlichen Elemente wäre, sondern wir fragen uns wirklich, was würde mit euch passieren, wenn morgen das, was hinter dem Wald ist, sozusagen, der nächste Ort einfach verschwinden würde und ihr plötzlich vor diesem Abgrund stehen würdet. Wisst ihr denn schon, wie die Geschichte verläuft oder entsteht sie jetzt so nach und nach? Diese Frage habe ich schon mehrmals gehört. Das kann ich mir denken. Es gibt zwei, ich würde sagen, zwei herrschende Meinungen zum Thema. Es gibt diejenigen, die uns wirklich schreiben und sagen, you make it up on the spot. Also ihr erfindet das wirklich Tag für Tag, was da passiert. Es kann nicht sein, dass ihr da wirklich einen Plot im Kopf habt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, irgendwann wird es hoffentlich eine Auflösung geben. Eines kann ich sagen, dass sehr viel von der Geschichte, die jetzt gerade erzählt wird, schon im Voraus klar war. Einiges hat sich eben zum Beispiel die Tatsache, dass wir uns auf die Figuren ein bisschen mehr konzentrieren wollen, das hat sich dann im Laufe der Produktion dann ergeben, aber was mit Rando passiert und was vor allem hinter Rando steckt, das war vom Anfang an klar. Und das ist momentan nur in meinem Kopf. Also du selber hast in deinem Kopf also im Prinzip, du selbst weißt für die Geschichte, was das Ereignis war. Genau, ich weiß das. Okay, ja.
Da bin ich ja mal gespannt. Es wird also irgendwann eine Auflösung geben? Also sozusagen die letzte, die finale Episode? Irgendwann habe ich aus Spaß 10 Gebote von Rando geschrieben. Und Gebot Nummer 9 ist, es wird ein Ende geben. Nicht heute und nicht morgen, aber es wird ein Ende geben. Insofern, ja. Okay. Was ist das Besondere an diesen Verschwörungstheorien und diesen mystischen Geschichten? Was fasziniert dich daran so? Ich glaube, also vor vielen, vielen Jahren, das war, glaube ich, meine erste Begegnung mit der Idee eines Radiodramas. Ich habe in einem lokalen Radiosender in Italien gearbeitet. Und spät in der Nacht wussten wir, dass niemand wirklich dass unser Sender hört. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesagt, okay, lass uns etwas Eigenes machen. Und lass uns ein Radiodrama machen. Worüber? Über Verschwörungstheorien, über Esoterik und Alchemie und alles, was irgendwie so ein bisschen also die geheimnisvolle Parallelgeschichte, die sich hinter den Kulissen der Weltgeschichte abgespielt hat. Dieser Freund von mir ist ein großartiger Experte in allen diesen verschiedenen Bereichen. Und aber natürlich alles with a pinch of salt, alles sehr ironisch gemeint. Also wir glauben nicht an Verschwörungstheorien. Ich bin selber Mitglied bei den Illuminati, aber ich glaube nicht an solche Sachen. Ich wollte nur sagen, also ich glaube, der Grund damals, als wir uns damit beschäftigt haben, der Grund, warum wir das so cool fanden, war, dass all diese Geschichten eine relativ einfache Erklärung für historische Ereignisse anbieten. Wenn man zum Beispiel, wenn man sich eben eine Organisation vorstellt, die alle wichtigsten Ereignisse in der Menschengeschichte steuert, wenn man sich vorstellt, dass es ein Gremium gibt, das entscheidet, ob die Börse morgen gut gehen wird oder stürzen wird, das gibt uns das Gefühl, dass es irgendwie eine gewisse Kontrolle über die Menschengeschichte gibt, dass jemand ungefähr weiß, wo es lang geht. Und das ist eigentlich, das beruhigt uns, würde ich sagen. Der Punkt ist, wenn man sich geschichtliche Ereignisse tatsächlich anschaut, also wenn man wirklich einfach nur die reinen Ereignisse beobachtet, stellt man fest, dass niemand einen Plan hat. Also es ist sozusagen ein Wunsch, dass es überhaupt die Illuminati gibt oder die Freimaurer, die große geschichtliche Ereignisse steuern. Leider ist es so, dass we don't have a clue. Ich muss gerade unweigerlich an den Gottesbegriff denken. Das ist ja auch etwas für die gläubigen Menschen, die sagen, ja, mein Schicksal wird geleitet. Also es gibt einen übergeordneten Plan für mich und der kommt von Gott, Allah, Manitou, was weiß ich, wie auch immer jetzt der jeweilige Überbau heißt. Aber da gibt es ja ganz viele, gerade Menschen, die sich für aufgeklärt halten, die sagen, nein, das kann überhaupt nicht sein, dass da irgendeine Macht wirkt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gerade, dass man aber so einen Zirkel von irgendwelchen mächtigen, einflussreichen Menschen sich vorstellen kann, der dann doch dafür sorgt, dass morgen das Licht angeht und vielleicht die Börse nicht einstürzt. Das erscheint mir gerade ganz schwierig, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ist das die Suche nach dem, ja, nach Sicherheit? Also, aber es darf nicht Gott sein. Naja, also ich weiß nicht, also das ist jetzt wirklich eine sehr theologische Frage, aber die Vorstellung, dass es eine übernatürliche, eine Gottheit, ein übernatürliches Wesen gibt, das eben unser aller Schicksal bestimmt,
ist natürlich, also es, das erfordert eine weitere höhere Abstraktion, als einfach zu denken, ah, siehst du, die Leute da hinten, die keine Ahnung, die Geld haben und die gewissermaßen mächtig aussehen, die wissen schon, wo es lang geht. Also die werden dafür sorgen, dass das Richtige dann passiert am Ende. Selbst wenn, also natürlich ist es gewissermaßen immer beunruhigend, weil die meisten Verschwörungstheorien basieren darauf, dass diese Menschen eigentlich Eigeninteressen verfolgen, beziehungsweise einen großen Plan haben, der möglicherweise, das zum Beispiel im Fall der Freimaurer oder der Rosenkreuzler war es immer, eine bessere Menschheit zu erschaffen. Irgendwie waren die, also es war beunruhigend, was sie eigentlich trieben, aber sie hatten immer gewissermaßen positive Ziele im Sinn. Also es zeugt, glaube ich, für eine gewisse, ja, also für einen tiefliegenden Wunsch, dass sich doch alles am Ende zum Gute wendet, weil diese Menschen schon wissen werden, was richtig ist. Ja, da bleibt bei mir so ein Grundzweifel übrig. Allein schon, dass andere Leute definieren, was gut ist. Aber okay, ich verstehe jedenfalls, wie es funktioniert. Es muss mir ja auch nicht behagen. Also es erwartet ja keiner, dass das so ist. Also wie bist du denn, also gut, du hast da dieses Beispiel gehabt, Welcome to Night Vale, warst begeisterter Hörer und hast dann für dich einfach beschlossen, ich möchte das auch machen. Jetzt hättest du das natürlich auch, gerade wenn du 5 Sprachen sprichst, in einer anderen als in der deutschen Sprache machen können. Warum hast du es denn ausgerechnet in dieser Sprache gemacht? Naja, zum einen, weil ich in Deutschland bin und zum anderen, weil ich glaube, diese Geschichte nur in Deutschland spielen könnte. Ich glaube, es gibt genügende Hinweise. Eine der Grundregeln ist, im gesamten Podcast wird der Name Berlin nie erwähnt. Aber es ist schon klar, dass die verschwundene Hauptstadt eigentlich Berlin ist. Und ich glaube, das würde mit einer anderen Hauptstadt eigentlich nicht so gut funktionieren. Wenn ich mir zum Beispiel Rom vorstelle und, keine Ahnung, Leute in einem Vorort von Rom, da verschwindet die Hauptstadt. Die würden einfach möglicherweise einmal hinschauen und sagen, oh, guck mal, ist etwas weg. Und dann machen sie einfach ihr Ding weiter. Meinst du, die Italiener wären so abgebrüht? Also ist das eine Erfahrung mit italienischen Mitmenschen, dass sie so unbeeindruckbar sind von so großen Geschichten? Oh nee, sie sind beeindruckbar, aber Rom ist einfach ein Riesensumpf. Und irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man die Vorstellung, die der durchschnittliche Italiener von Rom hat, ist meistens eben ein Riesenzirkus. Und wenn Rom jetzt plötzlich mit diesem gesamten Block an Korruption, Geld und ich weiß nicht genau, also Sex und Macht und alles Mögliche, was man normalerweise, habt ihr zufällig den Film, Moment mal, ich muss mal kurz zurückdenken, von Sorrentino, La Grande Bellezza gesehen, die große Schönheit, ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch übersetzt wurde. Also ich muss sagen, nein. Big Beauty. Nein. Oder? Okay, also das ein italienischer Film, wurde vor einigen Jahren gedreht, auf jeden Fall. Dort wird sehr gut beschrieben, was Rom ist und wie gerade in diesen Kreisen der Mächtigen, Politikern und Kriminellen und so weiter, wie das Leben dort aussieht. Und ich glaube wirklich, wenn das jetzt plötzlich weg wäre, würden die Leute wirklich einfach sagen, okay, boah, dann haben wir eine Sorge weniger.
Aber hat denn Rom nicht auch Einfluss auf das Leben der Menschen in der Umgebung, so wie Berlin als Bundeshauptstadt Regeln bestimmt, die Höhe der Steuern definiert und was weiß ich, für die Verkehrsregeln sorgt und auch die Zuwanderungspolitik regelt und so weiter. Also das, also Rando, also eine Stadt am Rand von dieser Großstadt wird ja von deren Regeln auch irgendwie betroffen sein. Ja, gewissermaßen schon. Also im Fall Italiens, jeder macht so ein bisschen seine eigenen Regeln. Insofern ist was die da in Rom sagen, ist nicht so unglaublich relevant. Was Rando anbelangt, eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben, ist, wie gehen wir mit dieser Idee von eben Machtzerfall um? Sollen wir das jetzt thematisieren, dass es jetzt politische, möglicherweise ganz dramatische politische Ereignisse geben wird, Dauernotstand und so weiter? Das kennt man, also wenn man jetzt ein Beispiel nehmen will, von wie das möglicherweise gehandhabt wird. Es gibt die Serie Under the Dome, geschrieben ursprünglich von Stephen King, in der es eben darum geht, dass eine kleine Stadt plötzlich unter einer unsichtbaren Kuppel gefangen ist. Und dann eben, das wird sehr, sehr realistisch, irgendwie der Umgang mit dieser Situation auch. Da kommt die Army natürlich und die bombardieren das Ganze. Wir sind in Amerika, ist klar, dass es so abläuft. Aber bei uns, irgendwann haben wir beschlossen, dass uns das überhaupt nicht interessiert. Ich glaube nicht, um ganz ehrlich zu sein, eine der Gedanken, die mir dabei eingefallen sind, als ich dieses Interview mit dieser Überlebende aus Hiroshima gemacht habe, war, wie konnte diese Person weiterleben, nachdem das passiert ist? Also es war jetzt am Ende des Krieges, das heißt, ihr Leben war wirklich, also an der Stelle. Und ich habe sie auch gefragt, wie kann man einfach weiterleben? Und sie meinte, ja, was sollte man sonst tun? Eine Stunde, nachdem das passiert ist, man musste Menschen versorgen, man musste weitergucken. Irgendwie, das ist stimmt. Und dann, keine Ahnung, dann macht man die Wäsche und dann kocht man und dann geht's weiter. Und das war auch ein bisschen mein Gefühl. Daraus ein Riesenereignis zu machen, macht keinen Sinn, weil in der Regel, wenn sowas passiert, geht das Leben einfach weiter. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ist denn jetzt zwischen erster, zweiter und dritter Staffel in dem Gesprächsfaden, in dem Erzählfaden irgendwie ein Unterschied? Also ich frage ein bisschen, weil ich was weiß, nämlich die dritte Staffel gestaltet sich anders, da tauchen plötzlich neue Gestalten auf. Ich habe den Johannes von Puerto Partida dabei gehört, ich habe den Buddler gehört, der irgendwas erzählt hat. Das schien aus der üblichen Erzählart und Weise herauszubrechen. Machen wir es mal ein bisschen größer. Welchen Erzählstil versuchst du zu verfolgen und wie löst sich das dann zum Beispiel in der dritten Staffel auf? Als wir angefangen haben, über die dritte Staffel nachzudenken, ist uns irgendwie klar geworden, dass so ein bisschen das Aha-Effekt vom Anfang jetzt inzwischen nicht mehr so präsent ist. Dann haben wir überlegt, wie können wir diese ganze Erzählung ein bisschen anders strukturieren. Und mir ist eingefallen, und was ich an der deutschen Podcast-Szene so toll finde, ist die Tatsache, dass das fühlt sich wirklich wie eine Gemeinschaft an. Und da habe ich mehrere Leute kennengelernt und fand sie alle sehr spannend. Und alles, was sie in ihren Podcasts erzählen, ist auch sehr, sehr interessant. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es, wenn diese Menschen dann unterschiedliche Aspekte dieser Geschichte erzählen würden? Und dann habe ich praktisch eine Rahmengeschichte entwickelt, die jetzt von den anderen Podcasts erzählt werden. Nächste Woche ist übrigens Ulrike dran. Sie hat eine grandiose Arbeit gemacht. Ich kann nur sagen, das wird auf jeden Fall eine der schönsten Folgen der Staffel sein. Du bist furchtbar. Das ist die Wahrheit, einfach. Aber
die Idee war eben, es gibt diese Rahmengeschichte und dann erzählen wir unsere Geschichte aus unserer Randor-Perspektive einfach weiter. Und die Rahmengeschichte, die bietet sozusagen Einblicke in, sagen wir, in der kosmischen Entstehung von Randor. Und wir sind jetzt bei der 11. Folge, das heißt nächstes 12. und dann 13. Folge ist Staffelfinale und dann gibt es die Auflösung zumindest für diese Staffel. Ah, ich wollte gerade schon fragen, ist es dann zu Ende? Nein, dann geht es noch weiter. Naja, um ganz ehrlich zu sein, das Thema Auflösung beschäftigt uns sehr, weil wir eben immer wieder diese Fragen kriegen. Aber also wisst ihr überhaupt, was passieren soll? Und ich, irgendwann musste ich dran denken, dass es ist interessant, wie sehr wir uns nach Auflösung sehnen. Allgemein, ich keine Ahnung, jetzt Beispiel, typisches Beispiel ist Lost. Alle sehr enttäuscht. Ich wollte es gerade sagen, ich habe es zwar nie selber gesehen, aber ich habe von vielen Leuten die Enttäuschung gehört, weil die Auflösung so billig dahergekommen ist. Also man ist wirklich, man hätte mit mehr gerechnet sozusagen. Aber erzähl bitte. Na genau, also das Problem ist, es ist fast unmöglich, eine Auflösung zu haben, die alle gleichzeitig zufriedenstellt. Gerade wenn man eben, naja, gerade wenn man so viel mit Atmosphäre arbeitet. Und dann ist mir einfach eingefallen, im Real Life ist das Thema Auflösung überhaupt kein Thema. Wir fragen uns nicht, wie hängen alle diese Ereignisse zusammen. Ich bin jetzt Journalist geworden, weil ich, keine Ahnung, vor einigen Jahren im Nottheater gespielt habe. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wo ist die Auflösung? Wo ist mein Staffelfinale, wo eben sich plötzlich herausstellt, dass eigentlich einen von den, keine Ahnung, von den Leuten im Publikum damals beim No ein Journalist beim Spiegel war, der mich dann erkannt hat. Das ist nicht nötig, weil das Leben funktioniert eben nicht so. Und dann musste ich auch an was David Lynch sagt, das ist eine der anderen großen Bezugspunkte, Twin Peaks natürlich. Und David Lynch, da wurde auch immer wieder gefragt, ja, was bedeutet das, was willst du damit sagen? Und er meinte, die Arbeit eines Künstlers ist nicht, Sachen zu erklären. Es ist einfach, Sachen entstehen zu lassen, zu erschaffen, nicht zu erklären. Bist du Künstler? Bist du Erzählkünstler? Würdest du das annehmen als Etikett? Ja, gerne, weil ich, keine Ahnung, die ganze Zeit schwarz trage und Nelkenzigaretten rauche. Und das macht mich automatisch zum Künstler. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, jeder, der sagt, er sei ein Künstler, der von sich sagt, ich bin Künstler, ich weiß nicht, da kann man die Person noch ernst nehmen irgendwie? Da hat ein italienischer Liedermacher, Fabrizio De André, mal gesagt, wer nach 18 noch Gedichte schreibt, ist entweder ein Dichter oder ein Vollidiot. Und ich bin ein Dichter. Und natürlich ist so die Ironie, ist, dass er meinte, er ist ein Vollidiot. Der Punkt ist, das glaube ich, das kann jeder, niemand kann das wirklich von sich sagen. Ja, ich bin Künstler und mache Kunst. Okay, aber was ist denn dein innerer Antrieb? Warum machst du das überhaupt? Ich würde sagen, weil wenn ich aus meiner Tür gehe und die Wälder anschaue, die wirklich hier in unmittelbarer Nähe sind und einfach nur die Spitzen der Bäume sehe. Und im Hintergrund ist meistens, also der Himmel ist schon ziemlich gräulich, also gerade in dieser Jahreszeit, ich mich immer fragen muss, was wäre, wenn hinter diesen Baumspitzen nichts wäre? Was wäre, wenn das Ende wäre? Ich glaube, dass es einfach nur, das kam aus einem Reflex irgendwie, ich weiß nicht, sich wahrscheinlich auch zu wünschen, dass ich habe jetzt ein geregeltes Leben, einen Job, eine Familie und so weiter. Aber was wäre, wenn?
plötzlich dort eine Linie wäre und dann dahinter nichts. Was würde das für mein Leben bedeuten? Also aus diesem Gedanken, ich weiß nicht, ich glaube, es war so eine Fluchtvorstellung. Ich gehe über diese Linie, ich gehe über dieses Sperrgebiet und schaue mir an, was es auf der anderen Seite gibt. Wie entsteht denn so eine klassische Folge, eine Episode? Also jetzt haben wir gerade gehört, nächste Woche macht Ulrike eine Episode. Ich habe ja zwei andere Namen auch schon genannt, die Episoden gemacht haben. Aber das sind ja, glaube ich, eher so, sagen wir mal, Sonderfälle in Anführungszeichen. Die typische Episode beginnt ja damit, dass Fink, der Erzähler, den du darstellst, eine Geschichte erzählt tatsächlich. Es ist aber garniert mit viel Musik. Es ist, man hat auch den Eindruck, dass die Musik und der Text irgendwie interagieren. Das ist nicht ganz nebeneinander, also das steht schon in Beziehung zueinander. Da steckt ja ganz viel Anpassung, Zuschneiderei, viel Arbeit, oder entweder ist es so geplant und dein Komponist hat die Musik dafür gemacht, oder du hast die Musik genommen und sie so angepasst oder den Text auf die Musik geschrieben. Also wie ist der Produktionsprozess? Wie geht das? In meinem vorherigen Leben war ich unter anderem auch so zwischendurch, ich würde jetzt nicht sagen Musiker, weil da haben wir ein Problem wie mit Künstler. Ich habe Gitarre gespielt und habe Lieder gesungen und ein paar Platten aufgenommen. In Italien, auf Italienisch. Und da habe ich... Kann man die heute noch kaufen? Bei eBay oder bei hier, wo auch immer, im Internet? Ich glaube, also die alten, ganz alten Sachen sind, glaube ich, schon längst vergriffen. Also die gibt es nicht mehr. Ich hatte eine Band namens Bededeum und wir haben damals... haben so ein bisschen Akustik-Folk, keine Ahnung, das war so eben sowas, was man in der Jugend so macht. Aber das Gute war, dass ich mich damals mit Audiotechnik angefreundet habe und auch mit Aufnahmeprogrammen. Eigentlich nur mit dem gleichen Programm, das ich jetzt auch immer noch benutze, und zwar Audacity. Deshalb habe ich damals schon gesehen, dass es, man muss einfach eine Grundstruktur haben, normalerweise Gitarre und Gesang, und dann spielt man weiter damit. Und das ist genau das, was ich jetzt für Rando mache. Ich habe sozusagen jetzt einen Sprechertext normalerweise oder mehrere, auch wenn mehrere Stimmen dabei sind. Und dann versuche ich, die verschiedenen anderen Elemente, also Soundeffekte oder eben Musik anzupassen. Und da muss ich sagen, Flimmer, also der Alexander, der die Musik macht, ist unglaublich, weil er hört den Sprechertext einmal und er improvisiert dann ein komplettes Musikstück, während der Sprechertext spielt. Hört es einmal und dann spielt er es einfach ein und dann ist es fertig. Er kann wirklich innerhalb von anderthalb Stunden eine Folge komplett vertonen. Ja, es gibt so geniale Menschen. Toll, wirklich toll. Sitzt der auch in Berlin oder ist das so eine Produktion, die irgendwie verteilt stattfindet? Königs Wusterhausen, also er ist ein Brandenburger. Okay. Aber sitzt er in einem Zimmer, während du sprichst, spielt er das ein? Oder Nein. Sprichst du es erst ein und gibst ihm dann das Soundfile und er begleitet das dann im genau. Nachträglich? Oh ja. Die Files, ich kriege Files immer wieder von verschiedenen Seiten. Es ist nur sehr selten passiert, dass wir wirklich eine Live-Aufnahme gemacht haben mit mehreren Sprechern und so. Das finde ich sehr schade, weil natürlich würde das... es wäre wünschenswert, dass man wirklich so Szenen nachinszenieren könnte, wie man das von einigen sehr schönen Podcasts kennt. Weiß nicht, The Truth zum Beispiel in Amerika macht grandiose Produktionen, genau, wirklich alles immer on spot. Diese Art von Audiobeiträgen ist in Deutschland, glaube ich, relativ selten.
Kennst du noch andere Produktionen, die so arbeiten? Ach, also, das ist, ich beschäftige mich jetzt inzwischen schon seit einiger Zeit mit dem Thema eben Story-Driven Podcasts. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass es in Deutschland relativ wenige solche Podcasts gibt. Natürlich, also Puerto Partida ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel. Und da ist aber auch natürlich ein besonderes Element, also Spiel eben, etwas, was man, glaube ich, in dieser Form auch, keine Ahnung, ob es sowas in anderen Ländern gibt, aber das fand ich wirklich sehr, sehr neu. Und dann gibt es die Geschichtenkapsel. Sie machen inzwischen immer mehr Hörspiele. Zum Beispiel, vor kurzem haben sie jetzt ein Hörspiel namens Pyjama herausgebracht. Großartige Produktion, sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, die Produktion ist vom Team Süß, geschrieben von Kaidu. Ganz toll. Aber es ist, es ist sehr aufwendig, eine derartige Produktion zusammenzustellen. Es gibt in der Schweiz einen weiteren deutschsprachigen Podcast, eben auch über Kurzgeschichten namens Clue Writing. Die waren auch bei uns zu Gast. Aber ich glaube nicht, dass das, also ich kann mir genau vorstellen, warum. Weil es einfach wirklich sehr, sehr schwierig ist, diese Art Audioprodukt irgendwie zu entwickeln. Das kann ich mir auch inzwischen vorstellen, dass das wirklich schwierig ist. Also einerseits diese Idee, den Erzählpfad zu haben und es aber auch dann auf die Art und Weise halt produzieren zu können. Also das stelle ich mir schon wirklich herausfordernd vor. Jetzt haben wir ja das erste Mal, glaube ich, von Radio Rando hier im Sendegarten berichtet, weil eben in verschiedenen anderen Produktionen, wie hast du es genannt, Interferenzen oder irgendwelche Störungen jedenfalls aufgetaucht sind. Was steckte denn da dahinter und wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich kann jetzt inzwischen, glaube ich, zugeben, ja gut, das waren wir, haben, glaube ich, inzwischen alle verstanden. Oder von Anfang an eigentlich. Aber der Gedanke war einfach, ich war sehr begeistert davon, dass die deutsche Podcast-Landschaft so eben so geschlossen ist, also so gemeinschaftlich arbeitet, dass man sich kennt und dann kommt Ulrike und sagt, hey, guck mal, der Patrick, der macht das und der kann dir helfen. Und also es ist, ich fand es sehr schön. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man irgendwie einen roten Faden ziehen zwischen verschiedenen Produktionen, zwischen verschiedenen Podcasts, die es gibt. Und ich wollte eigentlich, also es ging nicht so richtig um Product Placement, es ging nicht um Rando. Ich wollte einfach gucken, was passiert, wenn wir mit unseren Ideen an jemanden herantreten und sagen, okay, kannst du dir das jetzt so vorstellen? Und es gab wirklich, ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, es gab so am Ende so um die 12, 15 Podcasts, die da mitgemacht haben. Und alle sehr, sehr unterschiedlich. Und alle waren aber natürlich sehr begeistert von dieser Sache. Einfach nur, weil das fühlte sich so an wie ein Virus, wie etwas, was herumgeht, herumgeistert. Und irgendwie gleichzeitig aber all diese Erzählungen verbindet. Und ich kann jetzt sagen, dass in der 13. Folge dieser Staffel, also in 2 Wochen ungefähr, wird auch die Interferenz endlich erklärt. Okay, das wird ja nochmal spannend zuzuhören. Ulrike, ich würde jetzt gerne wieder dich zurückgeben, weil du ja zeitlich begrenzt bist heute und ich habe jetzt ein bisschen lange dazwischen gequatscht. Eigentlich war es ja du hattest ja so schön angefangen und ich gebe jetzt einfach wieder an dich zurück. Vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen, beziehungsweise kannst dich ja dann auch gleich schon langsam verabschieden, wenn das für dich die Zeit ist. Genau. Du hattest, glaube ich, ganz gut abgegrast, was ich ansprechen wollte. Eine Frage ist mir allerdings noch geblieben, auf die ich neugierig bin. Die geht jetzt allerdings noch mal kurz zurück nach Japan.
Du hattest gesagt, in Italien eher weniger Podcast-Szene. Gibt es in Japan eine Podcast-Szene, wollte ich noch wissen. Keine Ahnung. Damals habe ich mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Sollte eigentlich wieder nachschauen. Ich vermute fast nein, weil die Idee, dass Leute irgendwie eigenhändig Sachen produzieren und irgendwie so machen, ist in Japan nicht so weit verbreitet. Also DIY ist nicht so eine Philosophie, die in Japan viel Zuspruch findet. Ich dachte so Richtung Cosplay oder sowas wird viel selber gebastelt zumindest. Hätte ich jetzt nicht voneinander abgegrenzt. Ja gut, aber da ist man, glaube ich, in einem, also Cosplay ist eine Hommage an etwas. Und da sind Japaner, also die sind, wenn sie sich etwas für etwas begeistern, dann begeistern sie sich tatsächlich dafür. Ich kenne das nur aus der Musikwelt. Ich war sehr überrascht. Die japanische, also es gibt fabelhafte Bands, großartige Bands in Japan, die aber auf der Straße spielen, weil sie einfach keine Möglichkeit haben. Man muss in Japan, muss man bezahlen, um in einem Lokal zu spielen. Und zwar auch nicht wenig. Und die Musikszene ist von Pop-Produktionen dominiert, die ich persönlich grauenhaft finde, die einfach nur wirklich so wie am Fließband produziert werden. Und also ich kenne, es gibt Leute, die wirklich so J-Pop Fans sind, aber ich kann mir sowas wirklich nicht vorstellen. Und genau, ich würde genau die gleiche Schwierigkeiten auch bei Podcasts vermuten, weil der Punkt ist, in Japan ist Eigeninitiative eigentlich nicht besonders wünschenswert. Es gibt einen sehr schönen japanischen Spruch, Deteiru kui wa utareru. Das heißt, der Pfosten, der aus der Reihe ragt, wird niedergeschlagen. Okay, nicht die besten Startbedingungen, um ein kleines Hobbyprojekt in den Äther zu blasen. Haben die anderen Gartenzwerge noch eine Frage zu Radio Rando, dass wir noch mal kurz den Sack zumachen? Ich hatte eine ganze Liste und ihr habt alles. Tatsächlich konnte eine Frage nach der anderen von meinem Zettel wegstreichen und tatsächlich habe ich so keine Fragen mehr offen. Ja, ich hätte noch eine Frage an dich, Lars. Wie bist du denn damals darauf gekommen, dass diese Interferenzen mit Radio Rando zusammenhängen könnten? Das war ganz trivial. Und zwar gab es im Sendegate eine Anfrage. Ich hatte gerade auch im Chat das Ding schon mal reingepackt. Ich mache das gerade noch mal auf. Cross-Podcast-Experiment Radio Rando vom 23. Juni. Und das war dann eigentlich nicht so schwer. Wir haben einen kleinen Teaser zusammengebastelt, der allerdings wie eine Interferenz spielt. Die Idee ist, der Teaser ist dafür gedacht, in eine Sendungfolge eines Podcasts eingebaut zu werden, und zwar unangekündigt und unkommentiert. Ja, und als ich es dann gehört habe, war das jetzt kein so großes Rätsel mehr. Okay, ich glaube, Sendegate ist wirklich nicht jetzt ein Geheimdienstpost oder so einen toten Briefkasten für, ja, nee, ich verstehe, also wir hätten da ein bisschen cleverer agieren sollen. Naja, das nächste Mal wird ihr das nicht herausfinden können. Ich garantiere, es wird passieren, es wird euch alle treffen. Auf der grausamsten Art, aber nee. Pam, pam, pa. Darf ich etwas sagen, weil es selbstverständlich, natürlich. Ganz kurz. Also ich wollte mich erstmal wirklich ganz herzlich bedanken für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich so ausführlich über diese über dieses Leidenschaftsprojekt sprechen kann, weil ich weiß nicht, hatte ich keine Gelegenheit oder niemand hat mich wirklich gefragt, sagen wir so. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr, dass es diese Community gibt,
weil ohne diese Community würde man, glaube ich, auch nicht so viel Spaß in einen, ja, also es würde sich einfach nicht lohnen, jetzt 10 Stunden an einer Folge zu sitzen, wenn ich nicht wüsste, dass es irgendwie, ja, dass es Leute um mich herum gibt, die möglicherweise auch noch einen Tipp haben oder ja, gerne mitmachen würden und weiß nicht, es ist einfach schön. Hast du diese Menschen auch schon mal in direktem Kontakt gesehen, abgesehen von Ulrike beispielsweise? Oder ist das eher so eine elektronische Bekanntschaft, also über E-Mail oder Twitter oder Sendegate oder wie auch immer? Also ich hätte mir gewünscht eigentlich auch zum Beispiel jetzt bei der, wie heißt es nochmal, Subscribe, ja. Ja, bei der Subscribe auch mit dabei zu sein, bei Podstock auch. Ich komme einfach nicht dazu. Es ist, ich glaube, ja, viele kennen das. Mit Job und Familie ist man gut versorgt. Und ja, und dann bleiben eben möglicherweise abends, also spät abends noch 3 Stunden, um ein bisschen am Podcast rumzuspielen. Und also ich wünsche mir natürlich mehr Leute direkt kennenzulernen. Aber naja, hoffentlich wird sich das irgendwann mal ergeben. Ja, gerade in deiner Gegend in Berlin herum, da wird es ja vielleicht auch mal möglich sein, sich nur mal so für einen Abend zu treffen. Da muss man ja wahrscheinlich gar nicht weit fahren, denn das ist ja noch immer die Hauptstadt für Podcasting in Deutschland, auch wenn sich die Provinz alle Mühe gibt, dagegen anzustinken und es auch ganz gut macht. Super. Ja, ich glaube, wir können das Gespräch auf der Gartenbank so langsam zum Ende bringen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, wir haben alle Fragen abgehakt sozusagen. Fabio, für dich würde das bedeuten, dass wir den Fokus von dir als Person oder von deinem Projekt wegnehmen und uns auf andere Dinge, die noch im Podcastland stattgefunden haben, denen zuwenden. Das heißt aber nicht, dass du gehen musst, sondern du bist herzlich eingeladen, uns einfach dabei zu begleiten, auch immer gerne wieder deinen Beitrag zu geben, wie du die Dinge siehst. Wir haben ganz zum Schluss noch die Rubrik Blütenschätze. Das sind die Dinge, die uns irgendwie in der letzten Zeit besonders aufgefallen sind. In der Regel empfehlen wir da Podcast-Episoden, das kann aber auch irgendwas anderes sein. Sebastian hat in der letzten Episode einen Film, der ihn besonders begeistert hat, empfohlen oder genannt. Da wärst du auch herzlich eingeladen, irgendwie etwas zu nennen, was dich vielleicht begeistert hat. Du hast ja gerade schon viele Beispiele auch aus dem amerikanischen Bereich genannt oder das Clue-Writing eben aus dem Schweizer Bereich, was ich sehr schön finde, endlich auch mal eine Erwähnung eines Schweizer Angebotes hier, wie du es möchtest. Also wenn deine Zeit es erlaubt, bleib bitte gerne bei uns. Wenn du aber lieber sagst, ich möchte gehen, dann steht dir das frei natürlich auch an dieser Stelle. Ich versuche es. Zu bleiben. Ich versuche es. Vielen, vielen ja, Dank nochmal. Sehr gerne geschehen. Ich fand das Gespräch ausgesprochen schön und ich glaube, ich kann für alle sprechen und sagen, Dankeschön, dass du das so ausführlich auch erzählt hast. Es gibt für, also den, es gibt nochmal einen neuen Blick auf das Projekt, was du da angestoßen hast und immer noch so leidenschaftlich pflegst. Und alle warten natürlich jetzt mit großen Ohren auf die Auflösung, die irgendwann kommen wird, weil das 9. Gesetz, das 9. Gebot ist ja so gebietet. Sehr schön. Okay, dann kommen wir ins Querbeet und gucken mal, was es da heute gibt. So, die Liste im Querbeet ist normalerweise ja immer ganz lang, mit viel Technikthemen und so weiter, aber diesmal ist sie etwas kürzer und hat mehr so, sagen wir mal, Community-Themen. Aber wir fangen mit einer doch quasi technischen Idee an, die sich anschließt an unsere letzte Episode, an die 37. Da haben wir nämlich mal etwas mit Transkription experimentiert. Sebastian, hast du Lust, mal ein bisschen was dazu zu erzählen? Ja, aber ich glaube, wir sollten die Ulrike vielleicht vorher verabschieden. Oh, guter Hinweis. Mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Das hätte doch vorher passieren sollen. Entschuldigung, Ulrike, aber deine Zeit ist ja, glaube ich, gekommen, nicht? Ja, ich muss morgen früh zum Zug, deswegen darf ich heute nicht so lange aufbleiben.
Vielen Dank, Fabio, dass du heute dabei warst. Hat mich super gefreut. Den Rest höre ich mir dann aus der Konserve an. Und dem Rest der Gartenzwerge und dem großen Gartenzwerg wünsche ich noch eine schöne Sendung. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Und ja, eine erholsame Nacht und vor allen Dingen morgen eine nicht nervenfressende Bahnreise. Also meine Bahnreise in letzter Zeit, die haben mich echt kuriert, was Bahnreisen angeht. Alles Gute dir. Ja, tschüss. Okay, tschüssi. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt zum Thema Transkription. Genau, da hatten wir, genau, also vor allem der Martin, ich glaube, du hattest die Idee und das einfach mal, wolltest das mal ausprobieren und hast das dann angestoßen. Und also über Auphonic ist das ja schon seit einiger Zeit möglich. Da gibt es halt verschiedene Dienste, die man dort anbinden kann, um eine automatische Transkription zu erstellen. Der erste Test lief da mit WIT.ai. Ich weiß gar nicht, wie die das ausgesprochen haben wollen, dieses Projekt. Ist irgendwie eine Facebook, also gehört zur Facebook-Gruppe anscheinend die Firma. Die bieten das erstaunlicherweise noch vielleicht in Anführungszeichen kostenlos an. Das hat aber relativ lange gedauert, der erste Durchlauf bei dir, ne? Also ja, das war, ich hatte die Maschine angesetzt und dann stand da immer our servers are working now und so weiter und ich würde irgendwie informiert werden und das ging die bis tief in den Abend. Ich musste dann irgendwann schlafen gehen, dann habe ich die Maschine einfach laufen lassen und als ich nächsten Morgen aufstand, war der Bildschirm immer noch so wie am Vorabend. Es hatte sich nichts mehr getan. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Maske irgendwie eingefroren war oder so, oder ob es tatsächlich so lange gedauert hat, denn tatsächlich kam dann erst quasi 24 Stunden später eine E-Mail, die mir dann sagte, es wäre jetzt fertig oder so. Aber in dem Moment, wo ich auch am Rechner irgendwas gemacht hatte, also bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Rechner vielleicht, also dass der Briefkasten nicht bereit gewesen ist, um die Nachricht entgegenzunehmen, oder ob die Nachricht tatsächlich 24 Stunden unterwegs war. Das würde ich gerne einfach mit dieser heutigen Episode nochmal ausprobieren, damit ich sicher sein kann, ob es an dem Service liegt, also kostenlos, aber dafür ewig, ewig lange, oder ob es vielleicht auch ein Bedienerfehler war, also der dumme User hier sozusagen, ich. Ja, ich glaube aber eher so, dass wenn du es ja einmal angestoßen hast, die Produktion, dann läuft die ja bei Auphonic komplett auf dem Server schon an und da sollte der Browser-Status, auch wenn du den dann zumachst, eigentlich keine Auswirkungen mehr haben. Aber wir können ja mal beobachten, ob das, oder andere können uns ja auch gerne mal schreiben, ob sie da mit dem Dienst auch schon experimentiert haben und ob das auch zu so langen Wartezeiten gekommen ist. Vielleicht war das ja auch nur eine Ausnahme. Ja, was dann passiert, ist dann quasi, dass, ja, das läuft dann durch. Du hast eine Mehrspuraufnahme, glaube ich, hochgeladen, ne? Also Multitrack. Genau. Und dann wird das quasi zu dem Dienst geschickt und dann kriegst du quasi verschiedene Ausgabeformate, also JSON und also um das automatisch zu verarbeiten. Oder halt in dem Fall, was wir uns dann angeschaut haben, natürlich die HTML-Version der ganzen Transkription. Was auf der einen Seite sehr schön ist, dass es dann auch wirklich so nach Sprecher oder Sprecherin unterteilt ist, das, was erkannt wurde und transkribiert wurde. Ja, aber man muss sagen, die Qualität lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, zumindest so richtig sinnvoll sind sehr viele Passagen oder einige Passagen nicht. Wir hatten da, glaube ich, sehr viel Spaß an dem Tag, als wir es durchgelesen haben. Also ja, ich weiß nicht. Wir hatten sehr viel Spaß, aber ich bin dann so später nochmal so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil so ganz ohne Bedenken ist mir das Ganze dann doch nicht im Gedächtnis geblieben, denn wenn man so in Zeiten von Fake News natürlich so das Ganze betrachtet und da sind Sachen drin, die man nie gesagt hat und die auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen sind oder Sachen fehlen, um das besser einzuordnen, dann
wird das Ganze ja schon sehr grenzwertig. Ne? Das heißt, ja, zumindest wenn der Name davor steht. Ne? Richtig, genau. Das heißt, also, eigentlich müsste man wirklich einen Disclaimer davor schreiben. Hier, das ist automatisch übersetzt. Das kann Fehler enthalten. Ne? Ist also mit Vorsicht zu genießen, weil es doch schon, also von Schimpfwörtern, die da enthalten sind, die man nie gesagt hat, von irgendwelchen Markennamen, die da drin stehen, die man nicht genannt hat in dem Kontext. Also das mit dem Markennamen haben wir uns so ein bisschen erklärt, dass wahrscheinlich die Filter halt oder die ganzen trainiert worden sind, vielleicht mit irgendwelchen Wörterbüchern, und da sind Markennamen vielleicht dabei gewesen oder häufiger dabei gewesen als Häufung, und dadurch sind diese Markennamen teilweise da drin, 3er BMW oder Mercedes A-Klasse oder sowas sind da teilweise dann als Wortfetzen plötzlich drin, die keiner von uns letztes Mal gesagt hat. Also ja, sehr spannende Geschichte. Das macht es aber dann natürlich schon sehr grenzwertig. Also gerade, glaube ich, wir hatten ja mal darüber diskutiert, ganz am Anfang, dass solche zusätzlichen Texte vielleicht dazu dienen können, jemanden nicht von einem Audioinhalt auszuschließen. Das finde ich, glaube ich, an der Qualitätsstufe, die da jetzt automatisch rausfällt, sehr grenzwertig. Also ich glaube nicht, dass jemand das genussvoll lesen kann, was sowieso, glaube ich, schon alleine der Tatsache geschuldet ist, dass es halt eine 1:1-Übersetzung oder eine 1:1-Transkription ist. Na, wir sprechen ja anders, als wenn wir jetzt wirklich einen Text schreiben würden, den jemand liest. Das heißt, es ist also per se schon mal ein bisschen holpriger zu lesen, selbst wenn es 100% übereinstimmen würde. Und es ist aber durch diese Fehler halt, einfach, glaube ich, kann man diesem Gespräch zwar grob folgen, aber nicht wirklich. Wir hatten jetzt irgendwie 3,5 Stunden oder was das waren. Es ist auch eine Menge an Text, der da einfach zusammenkommt. Und in der Form, glaube ich, wird das keiner am Stück durchlesen können. Das weiß ich nicht. Oder was denkt ihr? Ich habe das vor allen Dingen gemacht, weil ich auf der Suche, also weil ich immer mal wieder auf der Suche bin nach irgendetwas in so längeren Dateien oder Audiofiles, wo ich mich halt dunkel erinnere, irgendwer hat doch da das Wort so und so gebracht, oder wir haben doch über dieses und jenes gesprochen. Wo war das denn nochmal genau? Ja, was weiß ich, wenn ich jetzt hier das Wort Planetarium, irgendwann hat jemand mal das Wort Planetarium benutzt. Wann war das, in welchem Zusammenhang, und wenn ich auf die Stelle referenzieren will und habe nur das Audio, dann muss ich ja wirklich von vorne bis hinten durchhören, wenn ich nicht so ungefähr weiß, es war in der zweiten Hälfte oder so. Durch diese Transkription hätte ich zumindest eine Chance, vielleicht das Wort zu finden. Genau. Oder wenn ich das Wort Planetarium, dann vielleicht Planeten drum oder irgendwas. Also wenn ich ein bisschen kreativ suche, komme ich vielleicht auf die Stelle, und dann ist mir gar nicht so sehr die Transkription wichtig, sondern die Zeitmarke, die ich ja da stehen habe. Vielleicht noch ein ganz kleines Wort zur Technik. So wie ich es verstanden habe, ist der Anteil, den Auphonic dabei leistet, dieses Riesenstück Audiofile in kleine Häppchen zu zerschneiden und diese Häppchen einerseits mit Zeitmarken zu versehen und eben häppchenweise an diese Transkriptionsmaschine zu geben. Denn die Transkriptionsmaschine an sich, die nimmt ja nur Audio entgegen und macht da Worte draus. Also dieses ganze hübsche Aufbereiten, sodass es wirklich so aussieht wie ein geschriebenes Stück Skript vom Theater oder so. Also vorne steht der Sprechername, Doppelpunkt, und dann, was er halt gesagt hat. Und dann gibt es den nächsten Absatz, der nächste Sprecher, wieder einen ganzen Absatz. Diese ganze Formatierung und das Versehen mit Zeitmarken, das ist das, was Auphonic leistet. Und irgendwann wird diese Dienstleistung von Auphonic wahrscheinlich auch kostenpflichtig sein. Im Moment ist das die Beta-Phase und deswegen wird es von Auphonic kostenlos zur Verfügung gestellt. Dahinter steht dann nochmal die Erkennungsmaschine, genau diese WIE AI, oder wir werden gleich erzählen, dass wir auch noch eine zweite benutzt haben. Das wäre dann nochmal zusätzlich ein Kostenfaktor, wenn man nicht so wie ich es da bei diesem WIE AI ursprünglich mit dieser kostenlosen Version gemacht habe. Was da jetzt genau mit passiert und warum die das kostenlos anbieten, kann man natürlich auch spekulieren. Vielleicht müssen die auch ihr System noch trainieren. Ja. Wir haben ja auch überlegt, vielleicht ist da auch so eine Art von
versteckter Werbung mit drin, vielleicht deswegen die ganzen Produktnamen oder Art Product Placement, wobei, man weiß es nicht. Wobei halt, wenn man das mal vergleicht mit dem anderen, also mit der Google Engine, die wir als zweites dann mal gegengetestet haben, sind da genauso viele Werbedinger, also gefühlt genauso, ich habe jetzt keine Statistiken gemacht, aber mir sind genauso viele aufgefallen und auch lustigerweise die gleichen Fehler sind da begangen worden, also Übersetzungsfehler und das das widerspricht so dem Ganzen, weil bei Google zahlen wir tatsächlich dafür und gar nicht mal so wenig für die Folge. Also man kriegt das immer so bei solchen API-Geschichten und Cloud-Geschichten immer so schön in irgendwie ein paar Cent-Beträgen, aber das summiert sich da natürlich durchaus schon, weil gerade bei Mehrspuraufnahmen natürlich nicht nur eine große Spur hochgeladen wird, sondern halt, da kommen halt ein paar Minuten eventuell mehr da, zusammen. Wenn man dann diese Mehrspur-Sachen hat und da sind in der Tat für die Folge 7,07 Euro an Kosten entstanden, um die bei Google durchzujagen. Was allerdings dann sehr schnell ging, also das war dann Premium. Das ging wirklich sehr zügig, wobei man sagen muss, die erste Stunde ist umsonst, also eine Stunde, ich weiß nicht, pro Woche, pro Monat oder so, die ist kostenlos und alles, was darüber hinausgeht, kostet Geld. Das heißt also, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie lang die Folge war, sagen wir mal, sie war 3,5 Stunden lang, dann war die erste Stunde für umsonst. Wir haben also für 2,5 Stunden Transkription 7,07 Euro bezahlt. Oder genauer gesagt, du hast die bezahlt, du hast es uns geschenkt. Vielen Dank übrigens nochmal dafür. Ja, war für mich jetzt auch einfach mal so eine Interesseninvestition. Aber es waren also die, also geschickt wurden der API 401 Minute. Das ist das, was abgerechnet worden ist. Also das kann eigentlich nur dadurch zustande kommen, dass halt wirklich Multitrack benutzt worden ist und halt lange, ja. Na, weil die Folge war, glaube ich, nur 3,5 Stunden oder so. Das kann ich mir anders auch jetzt nicht erklären, die Abrechnung, wie es sonst zustande kommen könnte, diese Minutenanzahl. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach der Filter irgendwann halt, da ist ja zwar ein Crossgate drauf, aber wenn, ich weiß nicht, wie Auphonic das genau hochlädt, ob es das erst nochmal selber durchrechnet, wahrscheinlich nämlich nicht. Und dann, wenn Auphonic denkt, da ist vielleicht Audiomaterial dabei, dann schickt es das auch hoch und dann ist da vielleicht etwas und die Sprachengine erkennt da nichts. Die Frage ist auch, man müsste wirklich mal durchgehen, wie viel Prozent jetzt da erkannt worden ist und wie viel vielleicht auch weggelassen worden ist an der Erkennung. Ich habe da leider kein großes Gefühl. Man müsste vielleicht einfach mal selber irgendwie 10 Minuten auszugsweise transkribieren und dann gucken, ob das, wie hoch die Erkennungsrate ist, weil es ist natürlich echt Arbeit, so ein ganzes File wirklich mit der Hand zu übersetzen. Da gibt es interessanterweise auch Dienste. Ich habe da mal geguckt, was so da so ein klassischer Wert ist. Also wenn man da so eine manuelle Transkription bei einem Dienstleister beauftragt, dann liegt das so irgendwo zwischen 1 Euro und 1,50 Euro pro Minute. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kostenfaktor, der da natürlich entsteht. Aber dann hätte man... Das wären ja bei 400 Minuten dann 400 Euro, mal so über den Daumen, ne? Mindestens. Genau, 400 bis 600 Euro oder sowas, das ist schon... ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, klar, ich meine, die 3,5 Stunden oder was es dann sind, die muss man erstmal durchhören, ne, da kommt man nicht drum herum und dann, ob man jetzt in voller Geschwindigkeit gleich alles runterschreiben kann, gerade mit mehreren Sprechern und Sprecherinnen, das wird, glaube ich, schwierig. Gut, ja, in den hier beim Deutschlandfunk, wenn die morgens Politiker-Interviews machen, dann sind die ein paar Stunden, fast wenige halbe Stunden später kann man die dann auch verschriftlich auf der Webseite finden. Oder zumindest war das vor einiger Zeit noch so. Aktuell habe ich das jetzt nicht verfolgt. Da habe ich schon immer gedacht, meine Güte, die haben echt schnelle Transkription. Transkriptionistinnen, Transkriptionisten, wie auch immer diese Menschen heißen. Das ist echt toll. Deswegen, also das ist schon, die sitzen wahrscheinlich gleich live mit dabei und fangen dann schon an und dann wird das vielleicht nochmal grob korrigiert oder so oder haben irgendwie das zeitversetzt und können das vielleicht irgendwie so gepuffert hören oder so. Keine Ahnung, also es gibt ja auch Programme und man gibt ja auch solche Fußtaster für solche Sachen, dass man quasi von der Tastatur gar nicht
ja, quasi dieses Stoppen und Anfahren der Aufnahme durchführen muss, sondern irgendwie das mit den Füßen dann macht. Und ja, also da gibt es ja einige und auch spezielle Software, um das dann ein bisschen zu automatisieren, auch die Zeitmarken wahrscheinlich zu setzen und solche Geschichten. Ja, spannendes Feld. Ich finde es also in der Form, also gerade kostentechnisch bei Google, glaube ich, also wenn diese VIT.ai da mal kostenpflichtig wird, sieht es auch wieder anders aus, weil ich meine, 7 € pro Folge wäre natürlich schon kein Pappenstiel für den Sendegarten, wenn wir das jedes Mal investieren müssten. Das machen wir nicht. Das geht natürlich recht schnell ins Geld. Und dann ist natürlich die Frage zu der Qualität auch schwierig, ne? Also die Qualität kann man da vielleicht nochmal kurz erwähnen zwischen Google und VIT.ai. Ich habe da jetzt keine großen Unterschiede. Es gab ein paar Sachen. Lustigerweise, okay, Google war ein paar Mal dabei, glaube ich. Da ist der Mechanismus wohl ein bisschen zu stark trainiert. Ich müsste mal mein Telefon gegenhalten, ob das mein Telefon tatsächlich denkt, es wäre, es würde da auch ein okay Google draus erkennen. Mir fällt gerade auf, indem ich das sage, springen jetzt wahrscheinlich überall die Telefone an, die Smartphones. Was hast du gesagt? Okay, Google oder hey Siri? Was hast du gerade gesagt? Alexa. Gleich haben wir sie alle. Ja, also spannendes Feld, aber von der Nützlichkeit, es müsste halt besser werden, weil das nochmal alles durchzugehen mit der Hand und alles zu korrigieren und das wirklich, also wenn man das wirklich als Angebot darstellen will, wenn man wirklich, wie du sagtest, da finde ich es wirklich auch sehr nützlich, einfach mal so das Ganze durchsuchbar haben möchte, um eine Zeitmarke zu finden, um vielleicht auch daraus vielleicht auch so ein bisschen die Shownotes nochmal leichter generieren zu können, auszugsweise oder sowas. Das, denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt das Ganze so zu nehmen und auf die Webseite zu packen, ist, glaube ich, in der Qualität einfach einfach noch nicht drin. Also nein, das haben wir testweise gemacht. Also in den Shownotes zur zum Sendegarten 37 sind beide Varianten drin. Kann man sich das HTML-File, also das für Menschen gemachte File, kann man sich da angucken und sich ein bisschen schief lachen. Und ich werde es auch für die 38 jetzt heute nochmal machen, um zu gucken, ob es jetzt 24 Stunden dauert oder nicht. Und vielleicht ist das dann auch mit den Experimenten gut. Also dann braucht man es vielleicht nicht nochmal zu machen. Was natürlich sofort aufkam, war die Idee, ja, dann lassen wir doch jetzt einen Automaten das wiederum vorlesen, was da gelesen wurde. Oder wir machen mal eine Bühnenfassung davon. Wir setzen uns in derselben Konstellation zusammen und lesen dann einfach vor, was die Maschine meint, was wir gesagt haben könnten. Das könnte man nochmal überlegen für einen witzigen Podstock-Abend oder so. Aber ich habe tatsächlich mal ein kleines Stück genommen und habe das dann der universellen Sprach- und Hilfs-, nee, Sprachhilfsinformationssystem, also wie habe ich meine Uschi genannt? Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht Siri, das ist ein anderes Sprachprogramm und hören wir einfach mal rein, was, was die, das Ergebnis schlussendlich ist. Was Melanie die letzte Woche so wirklich wunderbar hätte nochmal betont hat, diese spielerischen, die es ausprobieren, das ist Fehler machen, dieses Durcheinander, das, ja, Flaschen. Ist das vorbei? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls in diesem Tag würde ich sagen, hat die Daniela, die das geschrieben hat, das Handy rechts klingt sehr durch, obwohl eine Assoziation kam mir, nämlich der High Alarm Podcast, wenn die ihre Filmzusammenfassung machen, das klingt so ähnlich und die sind alles andere. Sowas sagen wir, die sind auch Bauchfleckradio ist. Aber trotzdem sehr hörenswert ist das eine, muss das andere nicht ausschließen. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Sehr schön. Achso, jetzt könnte man natürlich noch die Kuh spielen lassen und dann ist die Frage, wer ist oder was ist Bauchfleck? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo dieses Wort herkommen könnte. Ich fand ja sehr schön diese Selbstironie darin, dieses Durcheinander, das Also ich dachte da noch, daran, dass wenn also jetzt jemand jetzt diese Transkription nochmal irgendwie mit einem Webreader oder einem Textreader, also jemand besucht die Webseite, ist kann also nicht lesen und hat kann nicht sehen und benutzt so einen Textreader und kommt über auf die Homepage und hat den Podcast noch nicht gehört und dann Screenreader ist das Wort. Screenreader
Und der Screenreader liest das dann vor. Also so für die Barrieregeschichte oder so finde ich es an der Stelle also vollkommen unbrauchbar in dem Zustand. Also man kann dem ja nicht mehr folgen. Ja, das ist wirklich, das ist schwierig in der Qualitätsstufe. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist es eine Hilfe, wenn man jetzt wirklich dann nochmal manuell durchgeht oder wäre es einfacher, also da müssen wir mal jemanden oder so fragen, der es beruflich vielleicht macht, ob das eine Hilfe ist oder das Korrigieren dieser automatischen Transkription mehr Arbeit ist, als es selber irgendwie schnell zu transkribieren, ne? Ja, ist schwer zu sagen. Also manchmal ist ja das Reparieren echt aufwendiger, als es von vornherein nochmal sauber richtig machen. Aber möglicherweise, zumindest was die Zeitmarken angeht, also das ist natürlich, also wenn man das mal voneinander trennt, also einerseits diese Strukturierung, die Auphonic halt liefert und dann eben diese reine Transkriptionsqualität. Diese Strukturierung, die ist sicherlich schon eine gute Grundlage, damit man eben auch weiß, wo man seinen Text hinschreiben soll und dann eben auch die Bezüge zu dem Audiofile erhalten bleiben, indem eben die echten Zeitmarken da benutzbar sind. Aber ich weiß es auch nicht. Da müsste man mal wirklich jemanden fragen, der was davon versteht. Zum Beispiel die Evita Blei, die jetzt hier im Chat auch schon irgendwie 10-mal genannt wird. Ja, natürlich ist richtig. Also ein wichtiges Experiment. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, das mal auszuprobieren. Die Anleitung dazu findet man auf den Auphonic-Seiten. Wie gesagt, der eine Dienst ist komplett kostenlos und Auphonic in der Beta-Phase ist auch kostenlos. Also es entsteht euch dadurch im Moment keine Gebühr. Und es hilft auch nicht, den Google-Dienst zu nehmen, denn die Transkriptionsleistung ist tatsächlich nicht wesentlich besser. Es werden nur andere Worte falsch eingesetzt. Wobei die Cloud-API auch nochmal so ein Testmonat hat, wo irgendwie ein gewisser Budgetpreis irgendwie schon drin ist, damit man diese Cloud-Geschichte von Google testen kann. Das heißt, wenn man in dem Zeitraum irgendwie noch drin ist dann oder das neu abschließt, dann kann man das da bei Google tatsächlich auch mal kostenlos durchjagen, zumindest die ersten Geschichten. Aber irgendwann wird es halt dann kostenpflichtig und dann muss man wissen, ob das dann halt vom Minutenpreis wirklich einem das wert ist. Genau. Jo, denke, das soll es zur Transkription mal gewesen sein. Wir können ja dann diese Folge auch mal durchschicken und gucken, was daraus geworden ist. Und dann lachen wir uns wieder ein bisschen schlapp, was wir alles gesagt haben. Vielleicht schreibe ich diesmal nicht die Klarnamen davor, sondern nur Blume 1, Blume 2, Blume 3 oder so. Dann macht die Sache vielleicht ein bisschen leichter erträglich für dich. Nicht, dass man dir hinterher wieder eine Liaison mit Magifix andichtet, die es gar nicht gegeben hat oder sowas. Ja, schlimmer finde ich englische Schimpfwörter, die ich gesagt habe zwischendurch. Die gibt's aber, das ist ein Unterschied, ne? Also bei Google gibt's, glaube ich, keine englischen Schimpfwörter. Oder sie sind zumindest mit Sternchen irgendwie ausgeblurrt. Oder? Nee, andersrum, glaube ich. Ich glaube, andersrum. Andersrum, bei Facebook gab es keine, so rum, ja. Irgendwie so, also irgendwas war da ganz komisch. Also ich glaube, Google war versauter in der Erkennung. Ja. Klares Ja von Lars. Ja. Sehr schön. Ja, okay. Dann kommen wir weiter. Und zwar habe ich eins mitgebracht vom Dirk Prims, der hat vor einiger Zeit ja vom Funkenstrahlen, vom Stefan Funkenstrahlen die Pottperlen übernommen. Also der Stefan wollte die Domäne Funken, ach Quatsch, die Domäne pottperlen.de nicht weiterführen und hat gefragt, wer übernimmt die. Das fand ich auch total schön, dass er also nicht einfach zugemacht hat den Laden, sondern gesagt hat, über Sendegate, hat jemand Interesse, diese Idee sozusagen weiterzuführen. Das war die Idee, eine Sammlung zu machen von besonders hübschen Episoden, die dann da kuratiert werden sollen. Also so eine ideenkuratierten Feed oder zumindest eine Sammlung anzulegen. Der Dirk Prims hat dann seinerzeit die Domäne übernommen, hat erstmal noch nichts damit gemacht, vermutlich aus Zeitgründen. Der ist ja, wie wir wissen, ziemlich viel unterwegs und hat jetzt aber
einen Pottperlen 3.0 sozusagen ins Leben gerufen. Er schreibt dazu auch länglich ins Sendegate, die ganze Herleitung, also wo es herkommt und so weiter und was es werden soll. Und ich darf ihn hier einfach mal zitieren. Auch diesmal wird es darum gehen, Perlen zu finden. Ich ertauche allerdings Inhalte, die es entweder nie geschafft haben, ein richtiger Podcast zu werden, etwa weil niemand ein Podfeed erstellt hat, oder aber solche, die irgendwann verschwunden sind, aber dank glücklicher Fügung noch auf archive.org oder an anderer Stelle als Download erhalten sind. Solche Projekte bekommen dann bei mir einen Eintrag und auch einen Feed, damit man sie in einem Podcatcher eigener Wahl binge hören kann. Und jetzt lade ich euch herzlich ein, mal vorbei zu surfen, podperlen.de oder auf Twitter @podperlen. Ich freue mich natürlich über Feedback, nehme aber außerdem besonders gerne Hinweise auf weitere Perlen entgegen. Und falls jemand das hier liest und sich mit dem Gedanken trägt, seinen Podcast einzumotten, melde dich doch mal bei mir. Vielleicht kriegen wir den gleich gemeinsam in archive.org, legen wir den gleich gemeinsam in archive.org an und machen damit den Übergang einfacher. So, das ist also eine Ankündigung und eine Einladung. Und wir hatten in der letzten Episode oder in der vorletzten Episode, glaube ich, auch das Thema Archivierung und was bleibt und wo bleiben denn überhaupt Podcast-Angebote. Archive.org wurde dort auch genannt. Vielleicht ist das ja ein erster Gedanke sozusagen in die Richtung, ich sag's mal pathetisch, Ewigkeit. Also Dirk Prims lädt ein, podperlen.de zu bespielen. Das wollte ich nur nennen hier. Und eine dritte Sache möchte ich auch nur nennen, also ein drittes Thema, was ich auch nur nennen möchte. So, es gibt inzwischen ein Motto zum Chaos Communication Kongress 34C3, der in wenigen Wochen in Leipzig stattfinden wird. Und das ist Tu wat. Tu wat ist sozusagen verbunden mit der Idee, mit der Gründung des Chaos Communication Kongresses. Da gab es mal eine legendäre Sitzung, wo die Altvorderen zusammengesessen haben und dann gesagt haben, wir wollen uns hier mit der Anwendung von Computern und ihrer Bedeutung in der Gesellschaft kritisch auseinandersetzen und wir wollen uns nicht irgendwie was vorgeben lassen, sondern selber aktiv werden. Und als ich das gelesen habe, dieses Tu wat, habe ich mich erinnert, dass ich dazu vom Tim Pritlove schon mal ein CRE gehört habe. Und das ist der CRE, das habe ich ihn verschlagen, 77, also schon länger her. Und dazu schreibt er, die Geschichte des Tu wat-Treffens von Technikaktivisten 1981 in Berlin, das zur Gründung des CCC führte. Wolf Gewert, Klaus Schleisig und Jochen Büttner planten 1981 gemeinsam mit dem 2001 verstorbenen Wau Holland das Treffen tuwat.txt in den Räumen der Tageszeitung in Berlin, das als wegbereitend für die Gründung des Chaos Computer Clubs gilt. Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet die Runde, was sie zu dem Treffen motiviert hat und reüssierte verschiedenste Aspekte ihrer privaten und der allgemeinen Geschichte. Also wenn jemand mit dem Motto Tu wat jetzt vielleicht nicht so richtig was anfangen kann, ist vielleicht dieser CRE 77 eine gute Quelle, sich da einmal einzuhören. Daran habe ich mich erinnert und das wollte ich hier einfach nur zum Besten geben. Habt ihr das Tu wat schon mal vorher gehört? Lars, konntest du das einordnen? Ich hätte es in diese Ecke eingeordnet, allerdings, weil ich es mal irgendwo gelesen hatte, aber die Bedeutung war mir jetzt bis heute Abend nicht klar. Also hatte ich noch nicht hinterfragt. Dann bist du ja genau die Zielgruppe, die ich ansprechen wollte. Das sieht wohl so aus, also das muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ne? Super. Sebastian, hattest du das schon? Ich wusste, dass es die Folge gab und ich glaube, ich habe die auch schon mal gehört. Ich müsste noch mal reinhören. Ich bin mir nicht sicher, ob ich aus dem Kontext oder ob ich aus dem Chaos-Radio irgendwie da mal was aufgeschnappt habe. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Das muss ich mal gucken. Nochmal. Im Chat wird gerade nachgereicht, die Episode ist von 2008 und die ist demnach schon fast 10 Jahre alt. Ja, das ist schon eine ganze Dekade her. Fabio, hast du schon mal vom Chaos Communication Kongress gehört, beziehungsweise vom CCC?
Sorry, ich war auf Mute. Ach, da ist er. Ja, okay. Ja, ich war auf Mute, ich habe euch gehört. Ja, ich habe davon gehört. Allerdings, ich muss zugeben, ich bin hier und Technologie befindet sich auf einem anderen Planet. Es ist weit, weit weg und es ist eine sehr verwirrende Welt da draußen. Also das war eine Umschreibung für, ich verstehe sehr wenig von Computern. Ja, verstehe. Ich verstehe auch, dass man, wenn man vom Computerkongress, vom Communication Kongress hört, dass man sofort an Computer denkt, aber das Wort Communication steckt da drin und das ist, also ich habe es wahrgenommen und kennengelernt als ein Treffen von Menschen mit sehr aufgeschlossenem Geist, die auch mit Computern arbeiten, aber nicht nur, die machen sich auch Gedanken um ganz viel anderes und es ist auch ein bisschen Leben, 3 Tage Leben in einer Welt, die so ein bisschen utopisch ist. Also man geht plötzlich freundlich miteinander um. Man kümmert sich umeinander. Man kann seine Tasche irgendwo stehen lassen, ohne dass sie geklaut wird. Das sind Erlebnisse, die man so im normalen Alltag fast gar nicht mehr kennt. Und insofern ist es auch für Menschen, die jetzt nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Computer suchen, interessant. Also ich will dich zu nichts überreden. Ich wollte das nur erzählen, weil der Gedanke, dass es sich nur um Computer handelt, der wird dem nicht gerecht. Also ich das habe ich zumindest erlebt. Ich hatte das irgendwie immer so abgespeichert. Also ja, ich werde das für die Zukunft näher beobachten. Übrigens, in Japan kann man auch eine Tasche einfach irgendwo liegen lassen und sie wird entweder am gleichen Ort sein oder in der nächsten Polizeistation. Kein Witz. Es ist mir wirklich 1000-mal passiert. Dafür würde ich die Gesellschaft feiern. Ich glaube, ich könnte mich an vielen reiben, was die japanische Gesellschaft so ausmacht. Aber für diese, wenn auch erzwungene Freundlichkeit und Höflichkeit und für ihre, sagen wir mal, Geordnetheit, da würde ich, das glaube, das würde ich genießen können dort. Ich habe bei der Subscribe mit der Michaela Werner gesprochen, auch eine Podcasterin, die macht, oh Gott, wie heißt denn das Angebot jetzt wieder? Freischnauze-Podcast mit Jeanette Müller zusammen. Und die haben auch ganz viel über Japan schon gesprochen, weil, also zumindest Michaela versucht, Japanisch zu lernen und beide haben so einen Hang zu Japan. Jeanette mag auch die Mangas und so, die besprechen auch viel und Michaela war jetzt in Japan, hat so ein paar Fotos auch gesendet. Und ich war ganz überrascht, dass es doch einen sehr westlichen Anmutung hatte. Also sie hat so Szenen vom Bahnhof oder so, irgendwelche Plätze, wo Leute sich da rumgelaufen sind und ich hätte gedacht, boah, das hätte auch Köln sein können. Also so viel, so unterschiedlich war das gar nicht. Ich hätte gedacht, der Unterschied wäre deutlicher und größer, aber natürlich nur vom Angucken. Wenn man die Menschen dort trifft und mit ihnen umgeht, ist es wahrscheinlich anders. Also ein Land, was mich noch reizen würde, wenn der Weg dahin noch nicht so weit wäre. Naja. Ich kann das nur empfehlen, also als Reiseziel jederzeit. 5 Jahre ist eine bisschen lange Zeit, um dort zu bleiben, glaube ich. Also zumindest im Rückblick war das genug. Okay, also ich ziehe es nicht nochmal dahin. Nein, nicht in der Zukunft. Es gibt andere Länder in der Welt. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Machen wir damit den Sack zu von dem Querbeet und dann schauen wir mal, das Jahr ist nun wirklich nicht mehr lang, aber der Lars, das ist so ein Fuchs, der hat noch ein paar Termine gefunden und jetzt gucken wir gleich mal in den Blühkalender. Lars, was hast du zusammengetragen? So fuchsig musste es dann gar nicht sein. Ein bisschen was ist im Termin-Wiki im Sendegate noch drin gewesen und das 2018er ist auch schon da. Davon habe ich dann den ersten Termin auch schon mal mitgebracht. Los geht's heute mit dem Podcast-Meetup in München. Das ist am 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr und da trifft man sich auf dem Christkindlmarkt in München und der genaue Treffpunkt steht noch nicht fest, aber man ist offen für Vorschläge und zwar bis Ende November und wenn man teilnehmen möchte, dann wäre eine Anmeldung eine schöne Sache.
Am 5. Dezember gibt es dann das Podcasting-Meetup in Berlin. Treffpunkt ist der Wikibär. Beginn ist hier um 18.30 Uhr und unter anderem wird dort Daniela Ishorst von ihren Erfahrungen beim G20 in Hamburg berichten. Dann gibt es noch ein Meetup, nämlich das ist dann in Wien am 9. Dezember von 17 bis 20 Uhr. Da trifft man sich an einem bestimmten Punschstand auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Natürlich gibt es auch eine genauere Beschreibung, die ist im Sendegate natürlich mit verlinkt. Gerade schon erwähnt wurde der Chaos Communication Kongress, der 34C3, der ist vom 27. bis zum 30. Dezember auf dem Messegelände in Leipzig. Und wie gerade schon gesagt, es gibt ein neues Termin-Wiki für 2018 und da ist der erste Termin der 5. Januar. Da geht's los mit dem Podcaster-Stammtisch Podruhe. Der ist wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist da um 19 Uhr. Sonst ist in dem 2018er Wiki noch nicht so viel drin, also ein bisschen was ist schon eingetragen worden, aber da gibt es sicher noch viel, viel mehr, also jeder kann dort mitschreiben, das ist als Wiki eingerichtet und wie gerade auch schon erwähnt, zu den Veranstaltungen in den Termin-Wikis gibt es auch alle weiteren Infos als Links, wenn man also Anfahrtbeschreibungen und so weiter braucht, Anmeldeformulare, das ist da alles mit drin. Und das wär's für heute. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Setzlingen. Setzlinge oder, wenn sie etwas älter sind, Stecklinge. Das sind Podcast-Angebote, die uns irgendwie zugelaufen sind, die wir gefunden haben. Es ist eine subjektive Auswahl, wertfrei, willkürlich und durch den Zufall bestimmt, also wer hier genannt wird. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie besonders gut sind oder empfohlen werden, sondern sie sollen einfach nur bekannt gemacht werden. Wir wollen einfach, dass diese auch eine gewisse Form von Beachtung finden. Und nicht alles suchen wir selber, vieles bekommen wir auch schon inzwischen zugesteckt und in diesem Fall ist es beim ersten ist es eine Empfehlung oder ein Hinweis von Tobias Migge. Der hat uns auf den Podcast Alle Wege führen nach Ruhm hingewiesen und er nennt es zwei Promis labern über ihren Alltag. Das klingt wie eine Zwei-Mann-Talkshow. Dahinter stecken Joko und Paul und wie das hier so gute Übung ist, hören wir einfach mal für 2 Minuten hinein. There he is. Hoffentlich geht er dran. Paul. Joko, ich bin's. Paul. Das hast du ja gesehen beim Telefon wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist auch immer gut, wenn Leute dich anrufen und du sagst, oh, jetzt ist gerade ganz schlecht. Jetzt habe ich den Gag schon versaut. Fängt ja gut an. Eigentlich ist immer geil, wenn man selber Leute anruft und dann sagt, oh du, jetzt ist gerade ganz schlecht, kannst du mich später nochmal anrufen? Muss man machen. 90% der Menschen sagen, ja klar, ich rufe dich gleich nochmal an. Sorry, ich wollte nicht stören. So verbringst du also deine Freizeit. Schön. So verbringe ich meine knappe Freizeit, ja. Genau. Also das hier ist jetzt unser Podcast. Alle Wege führen nach Ruhm. Oder? Genau. Mit dem fangen wir jetzt an. Das ist die erste Folge. Gucken wir mal, wie viele Wege für uns hier nach Ruhm führen. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall da, dass wir den Namen ausgewählt haben, weil da ein guter Freund von uns den mal für was anderes ausgesucht hatte und wir einfach jetzt so frech sind, den Namen klauen. Genau. Friedemann Karek heißt er. Hat ein tolles Buch geschrieben über offene Beziehungen. Und in jedem Podcast kriegt er jetzt Props für den tollen Namen Alle Wege führen nach Ruhm. Das hat er sich ausgedacht, nicht wir, oder? Genau. Finde ich auch gut so. Genau, ja, hat er sich ausgedacht und wem Ehre gebührt, da müssen wir auch ehrlich sein. Weil das Gute ist auch, wenn irgendwer sagt, der Name ist scheiße, können wir auch sagen, ja, war Friedemann. Ja, absolut, das ist genau das Schöne. Nein, also im Ernst, wir haben unseren Sommer gemeinsam verbracht. Joko und ich, genau. Um mal zu den Hörern zu sprechen. Und wir wollen so eine Art Endless Summer-Gefühl für immer und ewig festhalten und haben deswegen gesagt, wir rufen uns jetzt immer montags an danach, nach unserem wunderbaren Urlaub und erzählen uns, wie die Woche war. Und das ist jetzt quasi der Weg zu Ruhm, nach Ruhm, über Ruhm und reden dann, was so passiert ist, oder? Das ist das Konzept. Sozusagen, genau. Ja. Also einfach nur, weil es wirklich, finde ich aber auch ernsthaft und das vielleicht nochmal als
Kompliment innerhalb des Podcasts, weil es wirklich einfach ein mega Urlaub war. Ich hatte gar nicht das Gefühl, das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man im Urlaub machen kann, ist, dass sich der Urlaub nicht nach Urlaub angefühlt hat. Also mit dem letzten Satz hätte ich jetzt vielleicht so ein bisschen meine Probleme, aber okay, wenn es gut ist, wenn sich der Urlaub nicht nach Urlaub anfühlt. Also wer mehr davon hören möchte, wie Joko und Paul im Urlaub sich, wie es ihnen im Urlaub ergangen ist oder wie sie ihre Urlaubsfreude archivieren und konservieren wollen, alle Wege führen nach Ruhm, zu finden auf awfr.de und das führt dann weiter zu Soundcloud, der wird dort gehostet. Der nächste Setzling ist eine Zuschrift von Silke, die wir unter Mini Lancelot kennen. Die hatte uns schon im Oktober geschrieben und in diesem Brief hatte sie zwei Podcast-Empfehlungen sozusagen ausgesprochen. Die eine haben wir schon verarbeitet und jetzt kommt die zweite. Das ist in diesem Fall der Lars, nennt sich Flachland-Hiker und ist neu im Podcastland unterwegs. Aber dafür, dass er neu ist, klingt sein Angebot schon ziemlich flott. Hören wir mal für 2 Minuten rein. Hallo und herzlich willkommen beim Flachland-Hiker-Podcast. Schön, dass schon mal mindestens einer diesen Podcast hört. Das bist du. Das hier ist die Nullnummer und die möchte ich dazu nutzen, mich einfach mal vorzustellen. Um welche Themen wird es in diesem Personal-Podcast gehen? Wie bin ich zum Podcasten gekommen? Naja, mal schauen. Bitte sei erstmal etwas nachsichtiger mit mir. Vielleicht ist es noch ein bisschen holprig. Ich muss mir erstmal ein bisschen an die Technik gewöhnen, an das Sprechen gewöhnen. Das Podcast ist für mich noch ein bisschen neu, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns da zusammenfinden werden und hoffe, du schaltest dann auch bald mal wieder ein. Also, mein Name ist Lars. Ich bin 34 Jahre alt, wohne im Großraum Berlin, südlich von Berlin. Ja, habe hier ein Haus und ein Grundstück, wohne hier mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und möchte in diesem Personal Podcast über verschiedene Themen reden. Wird dann wahrscheinlich immer in der Überschrift erkennbar sein, um welches Hauptthema es geht. Das wird einmal das Thema Wandern sein. Ich wandere also hier im Bereich Berlin ganz gerne das ein oder andere Mal, solange es die Zeit zulässt. Natürlich auch im Urlaub ganz gerne. Dann sind wir Neubesitzer eines Wohnwagens, den haben wir uns in diesem Jahr gekauft. Wir sind schon eigentlich immer Camper. Wir waren schon immer als Camper unterwegs, bisher mit Zelt und naja, wie das so ist. Wenn man älter wird, möchte man das doch ein bisschen gemütlicher haben. Und da ist dann auch gerade mit den Kindern der Wohnwagen ganz recht gekommen. Die haben da ihr Doppelbett drin, wir müssen nicht umbauen. Aber gut, Details dann in einer der nächsten Folgen. Das dritte große Thema wird dann sein, das Thema Bienen. Ich bin Hobbyimker und ja, da werde ich von Zeit zu Zeit dann mal die aktuellen Sachen so erzählen, was ich an den Bienen gerade so zu tun habe. Das Bienenjahr beginnt ja jetzt gerade erst vor 2 Monaten. Ein bisschen komisch, das geht jetzt auf den Herbst zu. Aber auch dazu wird es dann in den kommenden Folgen ein bisschen mehr geben. Ja, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Wahrscheinlich wie viele über das Podcast hören. Da gehen wir mal raus. Die 2 Minuten sind rum. Also wer es genau wissen will, wie er zum Podcasting gekommen ist, flachlandhiker.de, also Hiker wie Wanderer, da kann man reinhören. Und nachdem die ersten beiden Setzlinge nun so von Personal Natur waren, also wir erzählen quasi von uns aus unserem Urlaub oder der Flachlandhiker eben von seinen Hobbys, ist der dritte im Bunde dann doch gehört einem Thema. Und zwar geht es um Internet of Things. Das ist der Allesnetz-Podcast vom Leonid Lesner. Das wurde uns reingereicht vom Ludger, den wir unter Liebeskönig nennen. Und er hat ganz brav angefragt, darf ich noch einen Setzling, eher Steckling, schreibt er selber dazu, einreichen, den Allesnetz-Podcast. Und er schreibt, dass sich der dreht um IoT, also Internet of Things und Gedöns. Woraufhin sich dann Leonid schon gemeldet hat und sagt, aha, Gedöns. Also, es geht auf jeden Fall um Technik. Und das klingt so. Herzlich willkommen beim Allesnetz-Podcast. Mein Name ist Leonid Letzner und ich begrüße ganz herzlich meine ersten Zuhörer bei meinem allerersten Podcast, der allerersten Folge. Ja, was erwartet dich in diesem Podcast? Wie der Name schon sagt,
geht es irgendwie um das Netz. Und alles Netz ist die wörtliche Übersetzung oder der deutsche Begriff für IoT, also für Internet of Things. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Es geht nicht nur um Internet der Dinge als Begriff natürlich, es geht auch um Industrie 4.0, um diesen alten verbrannten Begriff, den ich eigentlich hasse, aber der ist halt da. Und es geht auch um so Themen wie vernetzte Fahrzeuge, also Connected Cars, Connected Vehicles und alles, was irgendwo in Richtung vernetzter Sachen geht. Natürlich auch solche Themen wie Smart Home geht an uns auch nicht vorbei, wird mehr und mehr durch verschiedene Firmen gepusht. Deswegen finde ich, ist es auch interessant, mal da reinzuschauen, was ja uns in der Zukunft erwartet. Bei dem Podcast werde ich als erstes die Themen ansprechen, die, von denen ich auch was, sage ich mal, erzählen kann. Aber das wird sich ziemlich schnell erübrigen und da werde ich auf ja, Expertenwissen von anderen Teilnehmern zurückgreifen, weil ich da einfach selber nicht so viel dazu sagen kann. Aber da freue ich mich, dass ich auch was Neues dabei lernen kann, denn genau aus diesem Grund gibt es denn diesen Podcast. Und ja, dann lerne ich was Neues und hier natürlich auch mit mir. Ja, in dieser allerersten Folge werde ich trotzdem so ein paar Sachen ansprechen, so ein paar Begriffe, die vielleicht immer wieder hier gesagt werden. Und diese Begriffe möchte ich schon mal klären. Kann natürlich sein, dass sie für den einen oder den anderen Zuschauer überhaupt nichts Neues bedeuten, aber vielleicht wird es schon ja auch die Zuhörer natürlich geben, für die das neu ist. Ja, das ist also Leonid Lissner und sein Angebot findet ihr unter allesnetz.com und wie gesagt, es ist ein Steckling, da gibt es bereits 17 Episoden, also da kann man schon viel hören. Das waren die Setzlinge für dieses Mal und jetzt kommen wir zu unseren Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind Sachen, die uns im Internet begegnet sind, die uns irgendwie besonders angesprochen haben. Die haben uns zum Lachen gebracht, zum Weinen oder nachdenklich oder zum Staunen. Das können, weil wir natürlich im Podcastland unterwegs sind, Audiobeiträge sein. Das muss aber nicht, das kann eine Veranstaltung sein oder wie wir es letzte Mal hatten, auch ein Film oder ein YouTube-Streifen oder was auch immer. Ich hatte vorhin dem Fabio versucht, das schon mal ein bisschen nahe zu bringen. Fabio, hast du vielleicht irgendetwas, was du im Internet gefunden hast in der letzten Zeit, wo du sagst, ja, das hat mich besonders berührt? Es gibt zwei Sachen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nachgedacht, was kann ich da sagen? Die eine Sache habe ich schon sehr kurz erwähnt, und zwar, das ist die, ich glaube, das ist die neueste Folge von der Geschichtenkapsel Pyjama, also dieses Hörspiel, sehr schön produziert, wirklich, kann ich nur empfehlen. Und die andere Sache, das ist eine ganze Podcast-Serie, und zwar, die heißt, es ist US-amerikanisch, heißt Life After und ist, glaube ich, mit Abstand momentan die Serie, die mir am besten gefallen hat von vielen, vielen Serien, die ich jetzt gehört habe. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Worum geht es in diesem Life After? Haben die irgendwas überlebt? Life After ist eine... Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Es ist eine leicht Science-Fiction angehauchte Geschichte, die sich aber mit dem Thema Tod beschäftigt. Also ich sage nur das, weil alles andere wäre ein bisschen zu doll spoilern. Okay, das wollen wir nicht. Wir wollen nichts verraten, aber das ist das, was dich sehr berührt hat. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, Pyjama-Geschichtenkapsel, das ist in der Tat die aktuelle Folge. Das meine ich auch so gesehen zu haben. Gut, dann gucken wir mal in der Liste. Hier tauche ich jetzt gerade als Erster auf, weil, ja, okay, dann bin ich jetzt mal dran. Ich habe gehört aus dem Podcast Club Geflüster, die Episode, welche ist denn das? Zweite Staffel, 9. Episode, S02E09. Und also der
Das Clubgeflüster ist ein Podcast aus dem Bremer Presseclub und man nennt es ganz, wie soll man sagen, bescheiden, die exklusivste Adresse in der deutschen Podcast-Szene. Dahinter steckt unter anderem der Justus Wilhelm, der macht auch den Podcast Daddies in Distress, also den kann man auch noch in anderen Funktionen hören. Den habe ich schon eine ganze Weile immer mal wieder im Auge hier. Die haben auch einen schönen Talk, also in der ersten Staffel haben sie einen schönen Talkkreis gehabt, wo sie geredet haben. Die zweite Staffel hat sich jetzt ein bisschen geändert, also es ist mehr so die Mitschnitte von Veranstaltungen, die dort in diesem Bremer Presseclub stattfinden. Und in der 9. Episode der 2. Staffel hatten sie Philipp Siegel zu Gast. Das ist ein Journalist vom Westdeutschen Rundfunk. Und der hat über Deutschlands Amateur-Pornoszene gesprochen. Das klingt jetzt ziemlich anrüchig. Ja, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Und gerade das ist das, was diesen Podcast oder diese Episode, finde ich, ausmacht, dass sich jemand aufgemacht hat, in eine Szene hineinzuschauen, die man eher so ein bisschen mit spitzen Fingern und aus der Entfernung anschaut, der aber einfach gesagt hat, ich gehe da ganz unvoreingenommen dran, guck mir das einfach mal an, was die da so treiben. Und er hat das Positive und auch das Negative aus der Szene beschrieben. Und das fand ich persönlich sehr, sehr, sehr schön, wie man sich einer Sache, von der man sich vielleicht auch selber gar nicht so zugehörig fühlt, dann trotzdem nähern kann mit einer gewissen Distanz, mit einem gewissen Respekt für die Aktiven, die dort tätig sind. Das fand ich persönlich sehr angenehm zuzuhören. Und es gibt auch noch einen kleinen zweiten Aspekt, der hat unmittelbar zu tun mit unserer Podcast-Landschaft und der auch den Fragen hier von wegen Vermarktung, die wir vor einiger Zeit ja auch schon diskutiert haben. Denn auch in dieser Amateur-Pornoszene gibt es ganz interessante Parallelen, dass das nämlich aus einer gewissen tatsächlichen persönlichen Leidenschaft beginnt. Ja, das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist tatsächlich so. Und aber dann möglicherweise auch in einer Verpflichtung endet, wo man dann tatsächlich abliefern muss, sozusagen. Ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, meine Worte verbrennen mir gerade schon die Zunge. Also ich fand diese Episode sehr schön. Also Clubgeflüster Podcast, 2. Staffel, 9. Episode, Philipp Siegel über Deutschlands Amateur-Pornoszene. Sehr hörenswert, finde ich. Lars, was hast du uns mitgebracht als Blütenschatz? Mein Blütenschatz für dieses Mal ist eine Folge von Appcoholics, nämlich die Folge 2b. Diese Bezeichnung kommt zustande, weil die in der 2. Staffel sind und sich wieder beim Alphabet wieder vorne angefangen, sind jetzt wieder beim Buchstaben B. Und dieses Mal geht's ums Thema Burnout. Und das Konzept der 2. Staffel bei denen ist ja, dass sie jetzt nicht einfach nur den gemeinsamen Buchstaben haben, sondern eben beide sich auch irgendwo so ein bisschen, ja, in einem Themenkomplex so ein bisschen abarbeiten. Und so gab es jetzt eben in dem einen Block die Frage, was ein Burnout eigentlich ist und wie schwierig das ist, das medizinisch einzuordnen, die mögliche Verwandtschaft zum Thema Depressionen und so weiter, welche Ursachen könnte es geben aus dem sozialen Umfeld, aus dem Arbeitsumfeld und so weiter. Und der zweite Block, da geht es dann intensiver um die körperlichen Folgen und eben die Methoden, die dabei der Diagnose helfen können und so weiter. Und da war so viel neues Zeug drin, was ich dann noch nie gehört hatte, obwohl ich so einige schon aufgeschnappt hatte im Laufe der Zeit, dass ich sage, wow, das war, fand ich wirklich hochinteressant und deswegen ist das dieses Mal mein Blütenschatz. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Sebastian, bei dir sehe ich jetzt keinen, oder für dich sehe ich keinen Eintrag. Ich nehme an, du hast keinen, du nimmst den Joker, mehr Mut zu keinem Blütenschatz für heute. Genau, ich setze diesmal immer aus. Super. Ja, das ist ja auch okay, das darf man ja auch. Und normalerweise würde ja jetzt Ulrike auch aussetzen, weil sie ja nicht mehr da ist, aber kluge Frau baut vor, sie hat uns einen Blütenschatz sozusagen akustisch dagelassen, sie hat uns ein Audio mitgebracht und jetzt hören wir einfach mal rein, was Ulrikes Blütenschatz ist heute. Hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte euch meinen Blütenschatz nicht vorenthalten, nur weil ich mich schon diesmal etwas früher rausziehen musste. Ich wollte euch empfehlen, eine Podcast-Episode von Horst die Podcast, eine Podcast-Reihe von Daniela Ishorst.
Die hat anlässlich des G20-Gipfels im Sommer diesen Jahres eine kleine Reihe innerhalb ihres Formates angefangen, die sich in ein paar Episoden mit dem G20 beschäftigte und Personen, die etwas dazu sagen konnten zu Videoüberwachung oder IMSI-Catchern oder die Episode, die jetzt mein Blütenschatz ist, da hat sie sich ziemlich ausführlich mit einem Demosanitäter unterhalten. Und Demonstrationen sind etwas, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Und dieser Sanitäter hat einen super Einblick gegeben in die Strukturen, die sich innerhalb so einer Demonstration herausbilden und wie die einfach innen drin funktioniert. Ich kenne die bisher nur von außen, vom Beobachten und war sehr dankbar über diesen sehr interessanten und unaufgeregten Einblick. Also es hatte jetzt nichts mit krawallig sein und Hauptsache mitmischen wollen zu tun, sondern der hat einfach eine sehr schöne, besondere Art gehabt zu sprechen. Und Daniela stellt natürlich auch immer sehr interessante Fragen und zaubert immer super interessante Gäste aus dem Hut. Und toll finde ich auch, dass sie zu ihrem Podcast, zu dieser Reihe zum G20 auch einen Vortrag gehalten hat auf der letzten Subscribe. Ich habe Martin den Link zum Talk auf der Subscribe geschickt. Den gibt es bei YouTube zum Nachgucken. Und nachher, wenn der Lars die Termine vorliest, wird da auch das Berliner Meetup mit dabei sein, wo am 5. Dezember Daniela auch zu Gast sein wird, um über ihren Podcast etwas zu berichten, also über diesen G20-Podcast, sie hat ja noch andere Formate, und über das Podcasten auf Demonstrationen. Wer ihr dazu noch irgendwelche Fragen stellen wollte, der kann zum Beispiel dann einfach zum Berliner Meetup dazu kommen. Sie hat ihre eigene Kuh benutzt. Ich habe meine hier schon in Stellung. Ganz großes Tennis. Super, Ulrike. Das ist ja schön. Wunderbar. Gut, die Reihenfolge mit den Terminen, die stimmte jetzt nicht ganz, aber mein Gott, wir haben auf jeden Fall einen schönen Blütenschatz. Also die Horst.de, da kann man das finden, und den Beitrag auf der Subscribe. Am einfachsten findet man die ganzen YouTube-Mitschnitte, wenn man einfach subscribe.de/YouTube, und dann wird man dort weitergeleitet. Das ist der kurze Weg zu viel spannendem Content. Unsere spannende Sendung, hoffentlich ist es eine geworden, für heute ist zu Ende. Wir haben alles durch. Und es bleibt nichts weiter übrig, als ganz viel und groß Danke zu sagen. Einmal allen, die hier live mitgehört haben. Ich habe gerade schon wieder Sachen auf Twitter gelesen, beziehungsweise hier im Chat. Also es gibt Menschen, die tatsächlich live hier an unseren Lippen hängen. Das ist einfach ein irres Gefühl immer wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank aber auch für diejenigen, die das hier in der Konserve hören. Das ist ja Podcasting, wie es ursprünglich gedacht ist, das zeitsouveräne, den zeitsouveränen Genuss. Vielleicht kann man auch 3 Stunden oder noch länger am Stück gar nicht ertragen. Dann ist es auch gut, wenn man sich da zwischendurch mal mit der Pausentaste ein bisschen Luft verschaffen kann. Und natürlich für alle, die hier mitgeschrieben haben, im Chat, die mitgemacht haben, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Beiträge, für Korrekturen und Anstiftungen. Und zum Beispiel, wie ich gerade auch gesagt habe, bei den Setzlingen, wir haben ja Impulse von außen bekommen. Das kann gerne noch mehr werden. Unsere Liste ist gar nicht mehr so lang. Vielleicht, wenn ihr noch irgendwo was aufgeschnappt habt, was an, was denn das Etikett Setzling oder von mir aus auch Steckling tragen kann. Also wenn es schon ein paar Episoden gibt, jetzt nicht mehr ganz neu ist, aber immer noch interessant. Wäre doch nett, wenn ihr uns kurz Bescheid gebt, dann nehmen wir es auf die Liste der Setzlinge auf und erwähnen das in einer der nächsten Sendungen. Der Dank geht aber auch ganz besonders an beide Mitstreiter, Lars und Sebastian, und natürlich auch Ulrike, die jetzt schon hoffentlich fest schläft, damit sie morgen früh ihre Reise auch unbeschadet antreten kann. Aber auch ganz besonders an unseren Gast heute auf der Gartenbank, Fabio Gelli, den wir aus dem Angebot Radio Rando kennen. Ganz herzlichen Dank, Fabio, für deine ausführliche Schilderung und deine spannenden Geschichten. Danke euch. Dann müssen wir Marc, glaube ich, auch nochmal danken, dass er es wenigstens versucht hat, aber leider hat die Leitung nicht gehalten. Okay, für den Versuch, uns zu stören. Nein.
Also, für den einen oder anderen Zuhörenden wird sich wahrscheinlich wundern, warum ist der eigentlich überhaupt so selten noch zu hören? Gehört er noch zum Team? Ja, der gehört noch zum Team. Der ist halt ganz viel unterwegs und versucht öfter mal aus dem Hotelzimmer Verbindung zu uns aufzunehmen. Das hat auch schon mal funktioniert. Das hat auch schon mal überhaupt nicht funktioniert. Heute hat es am Anfang funktioniert und dann brach die Leitung irgendwann so böse zusammen, dass er quasi den Versuch aufgegeben hat. Aber das muss ja nicht immer so sein, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal oder irgendwann später wieder. Also auch an dich, Marc, zumindest dafür, dass du es versucht hast, herzlichen Dank. Und vielen Dank, dass du daran gedacht hast, Sebastian. Ich hätte den armen Kerl jetzt einfach ignoriert, wie das so meine Art ist. Okay, dann gehen wir in die Nacht, sagen nochmal Tschüss an alle und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.